zart und bitter. Das ist geil. Zart und bitter aus Bonn, Michael Rick hier. Willkommen zu unserer Sendung. Mir gegenüber sitzt Tesla-Aktionär, Trump-Versteher. Elmar Thewe sind vertrauter Busenkumpel von Frank Thelen und Politgranate Stefan Kern. Und wir werden heute in einer 60-minütigen Sondersendung nur über Ampel aus, Wahl von Trump, Kamala Harris, diese 10 Sachen hat sie falsch gemacht. Was erwartet uns im neuen Jahr mit der Vertrauensfrage? Wie geht's bei VW weiter? Was ist überhaupt los beim FC Bayern München? Markus Söder wird nachher noch zugeschaltet. Okay. Und zu guter Letzt noch eine Astrofrage. Ja, also wir wollen uns... Hallo Stefan. Ja, hallo Michael. Und bitte. Ja, Michael. Wir sind's. Schön, dass du da bist. Traumhaft. Wir wollen das Versprechen einhalten und einlösen, dass wir jetzt nur noch aktuell am Zahn der Zeit... Am Puls der Zeit. Der Zahn der Zeit ist das, was an dir nagt. Ja. Man okay, sieht es also, eindeutig. Aber eine Sache muss ich einhaken. Wenn du sagst, ich wäre Tesla-Aktionär. Ist das nicht gelogen? Ich habe eine Aktie mir mal irgendwann geholt, weil ich dachte, muss man machen, sonst verpasst. Du hast die eine Aktie irgendwann. Du hast die eine Aktie für 500 Euro geholt. Naja, klar, ich habe mir natürlich genau dann geholt, wenn wirklich alle. Verkaufen. Alle auf den Zug aufgesprungen waren und die Aktie so weit oben war, dass ich dann dachte, boah, die ist ja so weit oben, die muss ich mir holen. Weil ich dachte, jetzt geht's ab. Jetzt, wenn die so weit oben ist, muss ich diese Aktie holen. Und dann habe ich mir die geholt und dann war die am absoluten Peak und ist dann in den totalen Keller gebrochen und dümpelt da seit 3 Jahren rum. Stefan The Peak Kern, mit seinen Aktientipps für unsere zart und bitter Hörerinnen und Hörer, das ist eine einmalige Chance, die Aktientipps, die Stefan empfiehlt, sofort abstoßen aus dem Portfolio, raus damit, weil die gehen in den Keller. Ja. Das ist quasi, wir haben die Antitipps. Die Antitipps. Ne? Also wenn du sagst, ach, die Aktie ist interessant, ich würde sie mal holen. Ja. Bloß die Finger davon weg. Die Finger davon lassen. Hast du irgendeine Aktie, die du im Moment irgendwie gut findest, jetzt ernsthaft? Ich habe überhaupt keine Aktie mehr, ich habe kein Geld aber mehr. Wenn du da so auf den Aktienmarkt blickst, gibt es irgendwas, wo du sagst, oh ja, du kennst ja so ein paar Unternehmen. Nenn einfach mal eins. Wie aus der Pistole geschossen kommen jetzt hier Aktientipps und Firmen. Keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich Amazon und sowas. Okay, sofort verkaufen. Alle raus. Das ist jetzt der absolute Peak von Amazon. Ja. Jeff Bezos kann einpacken. Das ist ja der absolute Amateur-Anfängerfehler. Stefan, aber das Orakel Kern hat gesprochen. Die Aktie ist wirklich, hat nur noch Rampfwert. Ja, das ist so ein erbärmlicher, kümmerlicher, hilfloser Versuch gewesen, irgendwie auf diesen Hype aufzuspringen und zu denken, ich kann irgendwie was. Ich werde auch reich. Ich kann irgendwie was tun. Um nicht in Rentenarmut zu landen. Ach so. Ja. Und das war dann so ein hilfloser Versuch und ging natürlich total in die Hose. Okay. Wie zu erwarten war. Und das ist auch so der typische Anfängerfehler bei Leuten, die Aktien holen. Die holen sich immer die Aktie, wo alle drüber reden und sagen, das ist jetzt der Knaller. Und die dann auch wirklich nach oben geht und dann denken Anfänger, geil, die geht nach oben, die hole ich mir, dann geht die ja nach oben und dann werde ich ja reich. Und die sofort nervös werden, wenn es ein kleines bisschen unten geht. Genau, ne? Und du bist, du steigst dann meistens, weil du so natürlich so ein Anfänger bist, genau da ein, wo die dann ganz oben ist und dann geht sie ja erstmal wieder runter. Wenn eine Aktie ganz oben ist, geht die ja erstmal wieder runter. Ja, du weißt ja nicht, ob die ganz oben ist. Du kaufst die ja immer nur... Doch, weiß ich. Du kannst sie ja nicht in die Vergangenheit... Weil ich in diesem Moment drauf springe. Und wenn ich drauf springe, weiß ich, jetzt ist sie ganz oben. Also Wall Street Journal, Handelsblatt und so weiter, die werfen jetzt die Druckermaschinen an. Amazon hast du jetzt quasi in den
Den Todesstoß. Da hast du jetzt diese Aktie versetzt. Absolut. Das ist jetzt der Einbruch. Ab jetzt geht's runter, weil ich gesagt habe, die müssen wir holen. Ja. Kommen wir jetzt zu deiner Einschätzung der US-Wahl. Zartbitter kompakt. Einschätzung der US-Wahl, ja, da habe ich, war natürlich auch wie du, war, warst du überrascht eigentlich? Nein. Dass Trump gewonnen hat? Gar nicht? Überhaupt nicht. Warum nicht? Weil ich es befürchtet habe. Okay. Und echt? Meine Befürchtung war sehr groß. Ja. Also ich habe es nicht ausgeschlossen, aber ich hatte ja schon noch die Hoffnung, dass es Harris wird. Damit habe ich mich natürlich jetzt auch direkt geoutet. Wieso? Ich hab jetzt, als was? Ja, als eigentlich eher im Lager der Demokraten Harris. Ne? Okay. Darf man das? Ist das jetzt eine Meinung? Ich bin jetzt nicht mehr objektiv, oder? Aber um objektiv zu bleiben, habe ich einen Jingle mitgebracht. Make America great again. Einfach um nochmal so... So ein bisschen. Ist ja lustig, dass du den Jingle auf der orangenen Taste drauflegen hast. Das passt doch perfekt. Ja, absolut. Das passt doch perfekt. Weil ich habe gerade diesen Jingle gehört und das orangene Paddelt, wie nennt sich das? Weiß nicht. Hat geleuchtet. Ja. Und weil der. Muss ich dir nicht erklären, den Witz, oder? Ja, klar. Ja. Mach ihn nicht nochmal rein. Nein. Aber ich mache nicht nochmal rein. Aber interessant, weil wenn man die Taste nicht drückt, ist eher so dunkelorange, ne? Aber wenn man sie drückt, ich mach's nicht. Dann leuchtet es richtig. Dann ist das genau die Farbe von... Von seiner Haut. Von seiner Haut. Ne? Ja. Aber die nimmt dann wirklich genau die Farbe an. Ja. Diese Taste. Die Trump-Taste. Das ist die Trump-Taste. Ne? ja, fantastisch. Ich glaube ja persönlich, dass einer der großen Fehler gewesen ist, dass Kamala Harris, die hat das nicht verstanden, so... so ein bisschen so die einfachen Leute abzuholen. Ich glaube, dass das... hat der Trump besser drauf gehabt. Hast du da Rücksprache mit Elva Tevesen gehalten? Nein. Das ist ja ein Kumpel von dir. Du hast ihn nochmal kennengelernt. Du hast ihn kennengelernt. Ich habe den einmal getroffen. Ja, aber du musst ihn mal einladen in unsere Sendung. Ja. Direkt, wenn du so einen triffst. Ich habe den nur einmal in meinem Leben getroffen. Da lief der an mir vorbei und dann habe ich dem so einen Flyer in die Hand gedrückt. Was für ein Flyer? Ach, da ging es um so von Zart und Bitter? Nein, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so darüber rede. Den hättest du so unterjubeln können. Da ging es eigentlich um so Kürzungen bei mir in der Arbeit und das, keine Ahnung, wir wollten Leute informieren. Okay. Egal, war kein Zartbitterflyer. Wer ist überhaupt Elmar Thewissen, musst du erklären für unsere Zuhörer. Elmar Thewissen, das ist der Auslandskorrespondent in Washington für die ARD. Nicht fürs ZDF? Der wird immer bei Markus Lanz zugeschaltet. Stimmt, sorry. Jetzt fällt es mir wieder ein. Der ist Studioleiter für ZDF in Washington. Ach so. Und der sitzt natürlich immer bei Lanz, weil der sich mega auskennt. Krass. Wann? Ich habe ja die Hälfte seines Buchs gelesen. Super. Ja, hatte ich dir. Herzlichen Glückwunsch dir auch schon, für die Hälfte. Ja. Hast ja viel geschafft. Ja, das ist zäh. Aber es ist hochinteressant. Wie heißt das Buch? Das Buch, weiß ich gar nicht mehr, wie der Titel heißt, aber es geht um China und Amerika und wie die Großmächte. Ach ja, wie die da hast du doch beim letzten Mal auch irgendwie. By the war. Und du hast mich so gehasst, dass ich dich da du hast nicht mich so unterstützt nur so abgewatscht. Ich habe Stunden und Wochenlang mich vorbereitet auf gute Informationen. Ich sage ja immer, wir haben einen Bildungsauftrag. Ja, aber wir haben noch nicht abgesprochen, dass wir über China reden bei The Walk. Will ich jetzt auch gar nicht. Okay. Aber ich könnte jetzt viel darüber erzählen, was in diesem Buch stand. Aber, aber du machst es nicht. Keine. Nein, weil ich mache es vielleicht gleich. Aber lass doch mal nochmal zur Wahl zurückkommen. Wir reden noch über die Wahl in Amerika. Und also nur mal so zum Beispiel, ja. Kamala Harris die ist halt so ein bisschen so die Staatsanwältin, die so ein bisschen smart ist. Und dann hat die sich am Ende noch in der Vogue abbilden lassen. In der Vogue? In der Vogue. Und das war, glaube ich, so die Leute, die haben dir das übel genommen. Das war so. Der Name der Zeitung heißt Vogue. Oder Vogue. Nein. Vogue ist die. In der Zeitung hätte sie sich. Hätte sich nichts abbilden lassen. Vogue ist die Bewegung. Ne? Sag nochmal, wie heißt die Zeitung? Vogue. Ja. Ja, ja. Weiß ich doch. Was heißt das überhaupt auf Deutsch? Ist doch Französisch. Vogue oder? Ist ja ein W, ist ja ein W, ne? Ja, also das ist ja ein W. Ja, die Engländer, die Amerikaner sagen ja zu W, were. Was? Ja, woke. Ach so. Woke, ja. Ne? Und zu V sagen die W. Also Vogue. Da hat ja Arnold Schwarzenegger, ich will jetzt nicht zu weit abkommen, aber der musste ja damals, der hat ja so einen Sprachcoach bekommen, ne? Ah. Weil der so. Wer war das?
Wer war sein Arnold Schwarzenegger? Nee, der Sprachcoach. Arnold Schwarzenegger war. Nein, wer der Sprachcoach von ihm war. Keine Ahnung. Aber der hatte er. Hat irgendwie keinen Erfolg gehabt. Wir kommen gleich wieder zu Trump. Aber das muss ich noch mal ganz kurz sagen. Arnold Schwarzenegger hat ja damals einen. Good friend of mine, Arnie. Ja, der meinte ja so, er hätte überhaupt keinen. Niemals hätte er einen Job bekommen, weil who the fuck ist Arnold Schwarzenegger? Schnitzel. Die Amerikaner, was ist das überhaupt für ein Name? Niemand hätte dem überhaupt eine Chance gegeben. Und Vogue heißt einfach Mode. Egal, weiter. Egal. Und deshalb hat er gesagt, okay, ich muss erstmal proper Englisch lernen. Und dann krieg ich... Ist auch gut gewesen, dass es gemacht hat. Genau. Und dann musste der immer diesen Satz sagen, a wine, it's a good wine from the vineyards. It's a good wine from the vineyards. Ah, lass mich das auch mal sagen. Ja. Ich verstehe nämlich das mit W und V. Ne? Ja, genau. It's a good wine from the vineyards. Yeah, it's a good wine from the vineyards. So, ist gut, ne? Ja, ja. Und er hatte damit Probleme. Ja, klar, der Arnold Schwarzenegger. Wie hat er das denn gesagt? Ja, eben, mach ihn doch mal nach, dann, wie er den Satz sagt. Ich kann Arnold Schwarzenegger leider nicht bitte, nach. Bitte, versuch's. Ich kann ihn leider nicht nach. Danach mach ich's auch. Okay. Yes, I'm on Schwarzenegger. Stefan, diesen Satz dazu sagen. Ja, ich muss erstmal reinkommen. Okay, also. Ach so, okay. Yeah, I'm Arnold Schwarzenegger. I have a good wine from the vineyards. War das gut? Nein, das war eine Katastrophe. Der redet anders. Der sagt, ich weiß auch nicht, wie er redet. Ja, ich kann's nicht. Ja, mach du doch mal. Ich kann nur einen Sachse und Donald Trump. Sonst kann ich keinen nachmachen. Mach du doch mal. It's a good wine from the vineyard. Das ist Donald Trump. Wie redet Arnie? Das war gerade. It's a good wine. Ich hab so viele Videos. Ich habe so viele Videos von Arnie schon gesehen, aber ich habe ihn jetzt gar nicht im Ohr, wie er. Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch so eine Zigarre. It's a good wine from the vineyard. Ja, yeah, ja. Irgendwie yeah, so, könnte ne? Könnte schon in die richtige Richtung. Die kriegen es nicht hin. Ich mag Arnold Schwarzenegger wirklich sehr gerne. Der war ja für die Republikaner auch Gouverneur in... War der auch für die Republikaner? Republikaner? Für die Republikaner. Der ist, genau, Gouverneur gewesen. Ach echt, für die Republikaner? Ja. Yeah. Achso, in Kalifornien. Hatte ich gar nicht mehr so am Schirm. Governor. Ja, Governator. Ja, aber der war doch so ökologisch. Ja, in Kalifornien ticken die Uhren etwas anders. Das ist für einen Republikaner so ein Solar- und Ökostromtyp, das passt doch gar nicht. Nee, passt nicht, aber er war es trotzdem. Ah, okay, ja. Arnold Schwarzi. Naja, auf jeden Fall, er hat ja dann die Rolle in Terminator bekommen und da meinte er dann, war er dieser... Aber da war dieser, er schon dieser, Star dieser fast. German... harte German Accent hat er ja total gut gepasst. Ne? Weil er redet ja mit seinem deutschen Akzent ein bisschen like a machine. Ne? Also, er hatte ja Conan der Barbar. Ja. First I did Conan the Barbarian was a very successful movie. Keine Ahnung. Ja, würde das so sagen? Ich weiß. Ja, das ist schon besser. Then James Cameron gave me a call and said, Arnie, I need you for the Terminator. And I said, hey, let's do it. Keine Ahnung, vielleicht so. Und er sollte ja zuerst nicht den Terminator spielen, sondern den Retter, quasi den Beschützer von Sarah Connor. Und irgendwie hat er dann gesagt, I have to be the Terminator. Come on. Come on, I have to be the Terminator. Und die hatten ja Leute im Cast, die haben ja zum Beispiel ernsthaft gedacht, O.J. Simpson als Terminator, als Killermaschine. Yeah. Hallo? Was ist das denn für eine Prophezeiung? Und dann sollte Lance Henriksen, der hat dann später einen Polizisten gespielt, und den Bishop bei Aliens, den Androiden, der sollte dann quasi den Terminator spielen und das war auch eigentlich schon klar. Und dann hat Arnold Schwarzenegger gesagt, nee, ich muss das machen. Ich bin Terminator, das ist so viel besser. Und James Cameron hat gesagt, ja. Let's do it. Ja, du hast recht, verdammt. Einer meiner Lieblingsfilme. Ja, noch, ja. Klar, es ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Wie fängt die Filmmusik an von Terminator? Die ist so ganz dunkel. Ja, es ist so maschinell. Ja, und dann hört man dann auch im Hintergrund so ein metallisches apokalyptisch Schlagen dann da drauf. Ja, ja. Und das, also, wenn ich an das Intro von Terminator, manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, denke ich an Terminator und auch an das Intro und dann liege ich so im Bett. Und das beruhigt mich dann. Und es ist
alles, also wenn ich an dieses Intro denke, kriege ich schon Gänsehaut. Ich liebe diesen Film. Echt? Aber der ist auch so uralt. Ich kann den ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Von 1984. Oh, ich kann diese alten Filme, ich kann die kaum noch ertragen. Stefan, frag mich noch nach einem anderen Film. Ich habe noch mal ausgepackt habe. Weil ich meinte, ey, das ist voll lustig. Ich habe mich damals so weggeämmelt. Und dann wollte ich das mal meinem neunjährigen Sohn zeigen. Und meinte, komm, wir gucken nochmal Nackte Kanone. Mit Leslie Nielsen und O.J. Simpson. Genau, mit O.J. Simpson. Lass mich überlegen, von wann der Film ist. Also er ist auf jeden Fall nach Terminator. Ja. Er ist von Die Nackte Kanone. Der erste Teil. Ja. Ich tippe mal auf 86. Erster Teil von Nackte Kanone? Puh, keine Ahnung, ich muss... Ja, dann tipp es ein. Ja, ich guck gerade. Nackte Kanone ist von 1900... Was hast du gesagt? 86? 88. Ja. 2 Jahre vorbei ist ja schlecht. Ja, ich weiß, du hast immer... Da, und ich tue ja so, als würde ich mich so gut mit kannst du aber nicht. Jahrgängen von Filmen auskennen. Aber um nochmal zurückzukommen zu meinem Anliegen. Ich habe dann den Film geguckt und... Ja, was für ein Film? Ja, Nackte Kanone. Ach so. Entschuldigung. Und... Darum ging's. Also ich meine, die Gags, ich lag da früher so am Boden. Ey, Stefan, an diesen Gags ist nichts auszusetzen. Ja, die waren, ich hab damals Bauchkrämpfe gekriegt. Ja, ich lag heute auch noch. Im Kino lag ich unten in der Fußreihe. Aber du hast doch nicht, hast den 1988 im Kino gesehen? Ja, natürlich. Krass. Ja. Wie alt warst du da noch? 12 oder was? Nee, ich bin 75 geboren, wie alt bin ich da gewesen? 12 oder so. Ne? Krass. Natürlich hast du den dann geguckt. Was für ein Glück, dass du den da sehen konntest. Ey, ich lag wirklich im Kino auf dem Boden und hatte Bauchkrämpfe und kam nicht mehr hoch. Wie fängt die Filmmusik an? Ich kam nicht mehr hoch. Ich habe mich an diesen Lehnen hochgezogen. Es ist so lustig. Und bin dann wieder zusammengebrochen, wieder nach unten in den Fußbereich niedergerutscht. Und hast dich da gekugelt. Ja. Vor Lachen. Ey, das war so krass. Und dann meinte ich so, ey, das ist so ein lustiger Film. Und jetzt habe ich den nochmal vor zwei Wochen gesehen. So ist die Filmmusik. Keine Ahnung. Und ich habe den jetzt nochmal vor 2 Wochen gesehen und habe da so reingeguckt und dachte so, okay. Ach komm. Naja, okay, weil jetzt... Du hast ihn ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ich sag mal so, ich konnte bei ein paar Stellen so leicht die Mundwinkel... So Ach, hör doch auf. Ey, das ist einfach... Ich komme auf diese alten Filme nicht mehr klar. Stefan, allein... Und sowieso habe ich auch... Ich kann auch nicht mehr lachen. Es ist alles vorbei. So. Aber es ist einfach... Diese alten Filme, ich tue mich da so schwer mit. Die Schnitte, die... Bilder, die Art zu erzählen, ist so lame. Ist so also, lame. Also du brauchst Avengers und Fast and the Furious 8. Ja, so ein bisschen schon, ja. Schnelle Schnitte. Ja, und, es ist ausgefeilterer Humor, bessere... ausgefeilter Humor jetzt, oder was? Ja, bei welchem Film ist denn vor kurzem hier ausgefeilter Humor gewesen? Wie werde ich ihn los in 8 Beispiel, Stunden? Wie heißt dieser Film mit Lord Hämmchen und so? Dieses Spaceballs! Ja, habe ich auch neulich gesehen. Habe ich dann irgendwann ausgemacht, ich konnte es nicht mehr ertragen. Ja, aber wo ist denn jetzt heutzutage ausgefallener Humor? Ja, doch, diese ganz... Also was jetzt, ist denn hier witzig im Kino? Also ich habe neulich einen Kinderfilm gesehen, das war so eine Animation. Okay. Ich lag am Boden, das war total witzig. Okay. Hier dieser Zoomania, kennst du den Film? Nee. So ein Kinderfilm. Nee. Ey, da spielen so Tiere. Ja, in einem Kinderfilm. Ja, aber, und... Wir reden über eine Komödie für Erwachsene. Ich hab da mehr gelacht als bei Naked Gun. Es war einfach tausendmal witziger. Aber doch nicht mehr als damals, wo du den im Kino gesehen hast zum ersten Mal. Doch. Okay, also jetzt hast du als Erwachsener vor 2 Wochen auch dich da rumgekugelt. Die alten Filme, bei Spaceballs auch. Wie lang das dauert, bis die mal einen Witz aufbauen. Okay. Das ist so mühsam. Von Spaceballs war ich aber auch nie Fan, weil ich auch kein Star Wars Fan bin. Und dann, wie heißt der nochmal, Lord Captain Valium, wie heißt der nochmal? Prinz Valium. Prinz Valium mit dieser Prinz Eisenherz Frisur. Ja. Ja, das soll so wahnsinnig, das ist... Wie heißt der Schauspieler nochmal? Anstrengend. Bill, wie heißt er denn? Ach, keine Ahnung, und dann rennt die da durch die Wüste und schleppt dann so einen riesen Föhn mit und ja, okay, das ist ganz lustig. So, was ist jetzt mit Trump? Du wolltest doch die Analyse hier auspacken. Nee, bitte nicht nochmal. Ich hab noch einen anderen Jingle. Wir haben so viele Jingles. Incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen. Warum hören wir jetzt Trump-Jingles die ganze Zeit? Gute Frage. Yeah. Ich bin überhaupt kein Trump-Fan. Yeah. Im Gegenteil, aber ich will dich so reinbringen in Stimmung, dir nochmal klar zu machen, über wen wir hier reden.
Ja. Okay. Und zurück zu Trump, ja, der hat halt einfach viel richtig gemacht, ja. Dass der am Ende in so einem Müllauto gesessen hat, ja, und bei, toll, und bei McDonald's Pommes verkauft hat. Du kannst ja gar nicht vorstellen, wie viel das wert ist, wenn so Politiker, die ja eigentlich Politik gegen den kleinen Mann machen. Das, ich verstehe ja auch nicht, warum die Amerikaner alle den Trump wählen. Die wählen ja eigentlich eine Politik, die die ärmer macht. Ich weiß, das ist, und wie, Moment mal, wieso? Trump macht Politik für die Reichen. Also der macht Steuererleichterungen für Superreiche. Ja, das kannst du so nicht sagen. Natürlich. Der hat mehr Geld in der Tasche. Er will jetzt die Zölle nach oben fahren, weil er sagt, in Amerika, es wird viel zu viel importiert nach Amerika. Deutschland exportiert dreimal so viel nach Amerika, wie Amerika raus importiert. Ja, aber aus amerikanischer Arbeitnehmersicht ist das gar aber, nicht so. Aber jetzt machen die Zölle hoch. Ende vom Lied ist, bei China will er auch die Zölle hochmachen. Ende vom Lied ist, China macht auch die Zölle hoch. Deutschland macht die Zölle hoch. Was passiert? Der Kühlschrank in Amerika kostet plötzlich ein Drittel mehr. So, und dann ist der kleine Mann in Amerika und steht plötzlich im Supermarkt und sagt, warum ist denn der Kühlschrank jetzt plötzlich $200 teurer als noch vor einem halben Jahr? So wird das kommen. Und wenn das mit den Zöllen jetzt so langfristig. Ja, und dann, das ist doch keine Politik für den kleinen Mann. Ja, im Grunde genommen macht der dann am Ende die Produkte noch teurer. Weil das mit den Zöllen, das wird, wenn der das hochschraubt, wird das so eine Art. Ja, aber der spricht hier von, die Löhne müssen rauf und hier Migration stoppen und so, alle zurückdeportieren. Ja, okay. Und der kleine Mann sagt, jetzt, ja, das will ich haben. Ja, das stimmt. Aber ich habe das natürlich jetzt alles so ein bisschen verkürzt erzählt. Aber und das mit dem McDonald's und so, das ist so der Kampf der Bilder. Und der liefert halt Bilder. Ja, und das verstehe ich eben nicht. Wieso hat das Harris nicht, diese Kamala Harris nicht auch gemacht? Statt sich in der Vogue abzubilden. Also sie hätte danach auch zu McDonald's gehen. Oder zum Burger King oder was. Danach. Ja, und statt Müllauto hätte sie sich im Bagger setzen sollen, ja, schnell genau, danach. Ganz genau. Ja. Die hätte einfach mal, was weiß ich, sich in so eine Eisbude stellen. Ja, der Wahlkampf war halt schlecht von denen. Und von den anderen war der Wahlkampf besser. Die haben sich genau. Ja, und damit bedient die wieder so dieses Klischee, was ja viele Trump-Wähler in Amerika immer so, wo die sich dann so bestätigt fühlen, die denken ja immer so, die Demokraten werden alle so abgehoben und sind so in ihrer Blase und haben überhaupt keinen Bezug mehr zum einfachen normalen Amerikaner. Und da haben sie sich dann irgendwie bestätigt gefühlt. Also ich glaube schon, dass das viel Wirkung hatte, weil anfangs hieß es ja, die Demoskopen haben ja gesagt, die Wahl ist so. Die sagen alles Mögliche. Ja, Moment, was nicht aber ich glaube schon, ich glaube nicht, dass die falsch lagen. So sie lagen doch falsch. Ja, am Ende, weil die am Ende nämlich die Kamala Harris ist einfach nicht, das Ruder, die hat einfach aber die am haben Ende doch die noch falschen Bilder geliefert. Die haben ich doch glaube, noch zwei Tage vorher gesagt, Iowa ist komplett auf Seite von Harris und dann war es überhaupt nicht so. Die Demoskopen haben einfach keine Ahnung. Es ist total schwer, das auch rauszufinden. Ja, nee, ich glaube eher, dass Kamala Harris wirklich geschafft hat, in den letzten zwei Tagen ihre Wähler oder viele Wähler. Weil sie nicht zum McDonald's gegangen ist. Ja. Okay. Die hätte zum Macis gehen müssen. So, oder zu Burger King. Soweit die politische Einschätzung von unserem Experten. Wir schalten zurück nach Berlin. Ja, komm, ey, wir reden. Moment, das sind ja einfach nur so Gefühle. Nein, oder so. Ist aber okay. Aber wir müssen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit. Nein, über, wir reden jetzt auch nicht über. Weil unsere Hörer wollen noch was anderes ja, hören. Ja, aber ich finde ja schon wichtig. Du hast auch immer gesagt, wir müssen mal. Das habe ich auch gesagt, wir müssen mal ein bisschen aktuelle Themen abgreifen. Und ich habe das nie gesagt. Echt nicht? Du hast gesagt, du willst mehr sein wie Markus Lanz dann, und Richard David Precht. Du willst dich so total informieren und immer hier so Analysen auspacken. Aber die Analyse war doch super. Ja, okay. Harris ist an der Frittentheke gescheitert, letztendlich. Okay, verkürzt dargestellt, kann man das vielleicht so sagen. Und jetzt allerletzte Frage, würde mich mal interessieren. Ja. Meinst du Trump wird jetzt mit einem Deal den Ukraine-Krieg beenden? Was meinst du? Nö, wird er nicht. Nee. Also diese Ankündigung, ich kann das in 24 Stunden, das hat doch keiner geglaubt, oder? 24 Hours sind doch schon vorbei, oder? Ja. Erstes Versprechen nicht eingehalten. Ja, gut, da kann er ja sagen, ja, ich bin ja noch kein Präsident. Okay. Aber der wird immer sagen, ja, ich könnte das. Aber ich mach's nicht, weil
ich habe andere Prioritäten, ist mir noch nicht so wichtig. Ah, ich weiß noch nicht genau. Keine Ahnung, was der machen wird. Okay, wissen wir alles nicht. Aber eine Sache muss ich schon noch an der Stelle sagen. Ja. Ich habe heute ein langes Radio-Feature gehört. Oh, das war echt super. Das hatte aber nichts mit Trump jetzt zu tun. Es ging um was ganz anderes. Nein, das hatte mit Russland zu tun. So. Das wusste ich gar nicht so sehr. Die Russen versuchen so Einfluss in Afrika über Wagner-Söldner. Ja, und da gibt's dann so Minen irgendwie. Ich habe da auch nicht jetzt alles gehört von dem Beitrag. Mhm. Aber die versuchen da ganz krassen Einfluss zu kriegen, um an diesen Rohstoffen sich zu bereichern. Und die machen da wohl Milliarden Gewinne. Tja. Soweit das politische Statement und ein kurzes Wort zum Feature, was der Stefan gehört hat. Okay, zum Auflockern habe ich hier noch einen anderen. Woran er sich so ganz nicht mehr erinnern kann und das Buch über China von Elmar Thewissen hat er auch nur halb gelesen, aber deswegen wollen die Leute uns halb, auch hören. Moment, nicht halb gelesen, bis zur Hälfte gelesen. Also, dann war es ganz anderes. Das war ganz anderes. Stimmt. Halb gelesen heißt, ja, ich habe es nur so durchgeblättert und... Nee, halb gelesen heißt, dass du es halb gelesen hast. Akribisch genau gelesen, bis zur Hälfte. Aber vielleicht ist in der anderen Hälfte noch über, das Wichtigste. Sollen wir noch über das Verhältnis zwischen China und Amerika reden? Ich wollte nämlich noch genau sagen, dass unsere Hörerinnen und Hörer genau das haben wollen. Leute, die keine Ahnung haben und sich um Kopf und Kragen reden. Ja, das ist der pure Hörgenuss. Wenn wir scheitern im Versuch, aber das ist doch genau, weil wir können auch nicht leisten, einen auf Precht und Lanz zu machen. Wollen wir auch gar nicht. Sondern wir sind der einfache Mann, der hier mal wir der sind einfache Bürger, der gegen hier die Prächtidisierung der deutschen Podcast-Landschaft. Wir brauchen mehr Leute, die keine Ahnung haben. Vor allen Dingen brauchen wir mehr solcher Jingles. God save the King! Du musst auf jeden Fall, ist ja gut, dass du diese Trump-Jingles, ich will da auch gar nicht dich wieder fertig machen, aber diesen Jingle, den hatten wir dann vor einem Jahr oder so, der war nie irgendwie, nie so besonders. Der muss ersetzt werden. Der muss ersetzt werden, auf jeden Fall. Ich dachte, wenn wir schon über Great America und England passt dann da auch nochmal. Klar, auch. Okay, okay. God save, alle sind sich am Abfeiern. Ja, ja. Aber was hat Deutschland? Was hat Deutschland zu verlieren? Ja, die Amerikaner haben Make America Great Again. Und wir haben? Die Engländer haben God Save the King. Was sagen wir? Nein! Was soll das denn? Ja, weiß ich auch. Was willst du hinaus? Was? Oh, das müssen wir schneiden, glaube ich. Was sagt... ja... Ich kann im Podcast nicht so einen Spruch sagen. Nein. Das muss rausgepiept werden. Das war ja kritisch gemeint. Das muss rausgepiept werden. Piek mal raus. Ja. Nee, ich dachte irgendwie vielleicht sowas wie sowas wie die Mauer muss weg oder sowas. Keine Ahnung. Ja, hatten wir doch, das war doch unser Spruch. War das aber unser den Spruch? Brauchen wir nicht mehr, weil es gibt keine Mauer mehr. Ist vorbei, ne? Naja, okay. Die Wiedervereinigung ist geglückt. Ehrlich gesagt, ich find's ja cool, dass die Deutschen immer so dass wir mit Populismus und Rechts und überhaupt nichts zu tun haben. Und so, da haben wir ja, haben wir uns ja von befreit. Und vor allen Dingen sowas, mit Personenkult haben wir doch nichts mehr am Hut. Das ist doch gerade das Schöne an der deutschen Demokratie. Aber manche wollen den ja wieder einführen. So ein Kanzler, der wird. Aber andere wollen doch diesen Personenkult wieder einführen. Höcke. Das ist ja der größte Personenkult-Fan, den es in Deutschland seit Jahrzehnten gegeben hat. Und alle wollen ihm huldigen und so. Nicht alle. Ja, die AfD-Typen halt. Ja, das bin ich auch. Wenn wir nicht aufpassen. Bin ich auch nicht mit einverstanden. Ja, natürlich nicht. Wenn wir nicht aufpassen, ist der irgendwie Ministerpräsident oder so. Oh mein Gott. Thüringen, krieg mal hier deinen Arsch zusammen und wählt den ab oder wählt ihn nicht oder was auch immer. Also, da müssen wir echt einen Appell raushauen und sagen, Leute, tut. Haben wir Hörer aus Thüringen? Vielleicht. Es kann ja auch jeder denken und wählen, was er will. Das ist ja der Sinn einer Demokratie, aber ich glaube, Höcke ist... Ja, du kannst denken und wählen, was du willst, aber wähl bitte nicht die AfD. Nee. Ja. Also ich bin da auch Und raus. Auch nicht BSW. Ja, aber ehrlich gesagt... Und auch nicht... Ja, aber wir wollen jetzt hier auch nicht so eine Bevormundung machen. Doch. Oder? Echt? Stefan, du willst mir nicht die BSW-Partei. Hörst du? Ja, aber kann doch, also Moment du mal. Du zeigst mir deinen Wahlzettel, bevor du den in die Urne wirfst. Und dann wird er nochmal von mir quergelesen. Und wenn du da das Kreuz irgendwie hier an der falschen Stelle hast, dann war das mit unserem Talk. Dann schmeiß ich dich hier raus. Aber die... Boah, ey, das ist ja wohl Einschüchterung hier. Ja.
Also demokratisch finde ich das jetzt aber auch nicht. Dein Wahlzettel geht über meinen Tisch. Ja. Ja. Also ich habe die Wagenknecht habe ich mal auf dem Marktplatz gesehen. Die fand ich echt auf gut. Auf welchem? In Bonn. Ja, aber noch vor BSW. Da war sie noch Linke. Ja. Mm. Und jetzt ist sie, was ist sie denn jetzt? Ja, jetzt ist sie BSWlerin. Ja. Und das ist nicht mehr links. Das ist irgendwie so eine neue Parteienmorph. Das ist ja links, aber trotzdem gegen... Aber trotzdem so konservativ rechts. Ich Was ist das? Keine Ahnung. Also diese Partei ist in so erster eine, Linie ist das so eine ganz krasses Das ist Verständnis. Der Personenkult. Höcke auf der einen Seite und Wagenknecht auf der anderen Seite. Du hast doch über Personenkult geredet. Ja. Sie ist doch genauso. Die Partei heißt sogar wie sie. Wieso gibt es nicht irgendwie, warum hat die CDU nicht irgendwie Helmut-Kohl-Partei oder so? Ja, keine Ahnung, ja. Stimmt. Ja. Die Partei, das finde ich ja auch sowas von abgedreht. Wie kann man denn eine Partei so nennen? Ja. Was ist denn jetzt, wenn es die man nicht mehr gibt? Dann heißt die Partei, dann braucht man die Partei auch nicht mehr. Ja. Dann wird die Partei in sich zusammenfallen, ja, wie so ein Soufflé, was du zu früh aus dem Backofen rausholst. Ja, wahrscheinlich. Geht das nach unten? Ich habe hier noch einen längeren Part aus der Rede von Donald Trump als die Präsidentin. Willst du das noch hören? Mm-mm. Weil das ist eigentlich ganz lustig. Ja? Wie lang ist denn dieser Jingle? Eine Minute. Oh, auf keinen Fall. Nein. Da redet er über Elon Musk. Nein. Eine Minute ist zu viel. Und das ist ja auch so eine Sache. Also ich bin absolut kein Trump-Fan und Wähler wäre ich auch keinesfalls. Ja. Und so. Aber du weißt nicht, ob du nicht auch Trump gewählt hast. Nee. Wenn du in den USA wärst, wärst du ja auch ein ganz anderer Typ und dein Denken wäre ganz anders. Ich mache ja auch gar nicht den Leuten, die Trump gewählt haben, einen Vorwurf. Jeder kann, ich bin ja noch am einen kleinen Vorwurf ich bin schon. Ja noch am allertolerantesten. Einen kleinen Vorwurf kann man schon machen. Einen kleinen Vorwurf ist erlaubt. Ach, ich habe auch schon teilweise dann immer so Berichte gesehen. Manchmal konnte ich die Leute dann auch verstehen und so, okay, dann wäre der Trump, wenn er das will. Also gut, aber was mir halt aufgefallen ist, also ich meine, es ist ja furchtbar, ne? Der haut ja einfach Sachen raus, die einfach nicht stimmen. Ne? Ja. Das ist so krass, das ist einfach so. Und der ist ein verurteilter Straftäter. Und es ist belegt, dass der Frauen belästigt und Schweigegeld bezahlt. Ja, okay, Frauen belästigen tun wahrscheinlich viele. Aber gut, Gericht. Olaf Scholz oder was? Oh, nein, hat sich da schon jemand gemeldet? Kubicki? Ja, ist der hat der kandidiert für Präsident oder für Kanzler? Nee. Ja. Ja. Ja, okay. Naja, auf jeden Fall. Aber manchmal, muss man schon sagen, manchmal ist er ja schon ganz witzig. So, wenn er so redet oder so. ich ja schon so manchmal schmunzeln und denke mir so, ey, das war jetzt schon so ein bisschen lustig. Ich bin mal gespannt, ob du Post kriegst von Wolfgang Kubicki. Hier so Unterlassungsklage oder sowas. Naja, auf jeden Fall wollte ich dir mal hier diese Stelle zeigen. Aber eine Minute, ja ich weiß nicht. Das können okay, wir doch keinem zumuten. Okay, ich erzähl's. Ja, genau, das ist besser. Also, pass auf, der hat dann in dieser Rede, als der Präsident... Erfahren hat, Präsident zu werden. Ah. Ja, also, wie nennt man das? Also erfahren hat, Präsident zu werden. Ja, wie nennt man das? So eine. War das am Wahlabend, wo? Ja, genau. Hat er das erzählt. Ja, great again und bla bla bla. Und dann meinte er so: Elon's a great guy. Elon, I recently. Nee, du musst das anders sagen. Ich muss auf Englisch sagen. Elon is a great guy. Nee. Amazing ja, genau. Man. So, Elon's ein geiler Typ. Das ist ja so ein krasser Typ. Ich denke, du wolltest das auf Englisch sagen. Nee, nicht auf Englisch, auf Deutsch. Okay. Und neulich habe ich diese Rakete gesehen, wie die so so gelandet ist, die kam so aus dem Himmel runtergeflogen und dann ist die genau in diesen Ständer da wieder so rein zurückgefahren und ist da so gelandet, wie so ein kleines Baby, so ein kleines Baby, was ich gerne so umarmen will, wie so ein kleines Baby, ja, ich sag ja, echt, und dann so. Und das hat er am Wahlabend, nachdem er gewonnen hat, gesagt? Ja, in der Rede, und dann meinte der so. Wer will das wissen? Ja, und dann der so. Ne? Und der so, wie so ein kleines Baby, ist gelandet, und dann meinte ich so, hab ich Elon angerufen. You know, he's a good guy. No, Elon. Elon's a good guy. Der kennt ja mal alle und ruft ihn mal alle an. Yeah. Yeah, I called him, you know. Und dann so, yeah, Elon, you know, can China do this? No. Can Russia do this? No. Can Europe do this? No. You know, Elon, that's why I love you. Das ist so fast. Also, genau. Da meinte er noch so, can America do this? Yeah. Elon, that's why I love you. Aber Elon ist doch gar kein Amerikaner. Der ist doch irgendwie Südafrikaner. Ja, aber der macht das ja alles für Amerika. Ja, aber hat er auch die amerikanische Staatsbürgerschaft? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der ist doch irgendwie eigentlich auch ein illegaler Immigrant oder so. Migrant. Eigentlich hätte er gar nicht über diese Mauer gedurft, die da... die es gar nicht gibt.
zur Hälfte steht die ja schon. Das sind irgendwie 80 Kilometer oder so. Ja. Zur Hälfte. Ja, die bringt auch gar nichts. Ja. Der hat ja irgendwie so eine Mauer hingestellt. Und man geht einfach dran vorbei. Ja, erstens das. Ja, die hört dann irgendwann auf. Ja. Ja, okay, er könnte sie ja zu Ende bauen, ja. Aber selbst das bringt nichts, weil die ist dann irgendwie so 4 Meter hoch. Das sind nur so Eisenstäbe. Und dann kommen dann ja, so Immigranten oder ja. Immigranten. Migranten. Nee, Immigranten. Ja, das sind ja welche. Die wandern ja aus. Ja, ja, aber die das geht um Migranten, ja, dann sind's die in die USA einwandern. Emigranten. Nee. Migration. Ach so, Migranten, stimmt. Ja. Und dann haben die so eine Strickleiter dabei, werfen die rüber und klettern rüber, das war's. Ja. Krass. Ja, krass, oder? Dafür gibt er irgendwie so 800 Milliarden Euro aus. Wie sieht's aus mit Astrofrage? Stopp, Moment. Okay, war das jetzt... Wir haben mehr als genug über Politik geredet. Astrofrage, ja. Michael, ich habe nichts dabei, aber ich habe gehört, du... Du musst aber langsam mal einen Astro-Jingle basteln. Ich habe einen Astro-Jingle, Und zwar habe ich was richtig Cooles dabei. Sicher? Nee, aber wir haben nochmal einen Astro-Unterleger gebaut. Genau, dann mach mal kurz. Okay. Ah, da musst du aber auch den overvoicen, wenn du diesen Unterleger jetzt machst, damit das sich anfühlt wie ein Jingle. Ja, ich mach den mal so langsam, ich fahr den mal so langsam hoch. Also, wir haben ja gesagt, wir machen ab und zu mal eine Astro-Frage. Mir fällt im Moment gar nichts ein, weil ich mich im Moment nicht so sehr mit dem Universum auseinandersetze. Aber wir kommen langsam hier rein. Und wir hören eine Musik, wo wir uns die Weiten des Weltraums vorstellen können. Michael, ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit durch die kleine, dünne Atmosphäre der Erde in die Weiten, Tiefen des Weltraums. Er beschreibt das so, wie wir so SpaceX-mäßig. Ja. Wie... Das ist die Rakete, die von Elon Musk nach oben steigt. Wo geht's weiter? Wir sind in der Atmosphäre und dann? Ja, und dann steigen wir weiter in den luftleeren Raum und die Erde unter uns wird kleiner. Die wird immer kleiner und wir kommen in die endlosen Weiten des Universums. Unendliche Weiten. Der leere Raum. Wo die Menschen an Bedeutungslosigkeit verlieren. Und uns klar wird, während die Erde immer kleiner wird, dass alles bedeutungslos ist. Aber wenn die Menschen an Bedeutungslosigkeit verlieren, werden die immer bedeutsamer. Warum? Weil an Bedeutung verlieren sie. Und nicht an Bedeutungslosigkeit verlieren sie. Ach so, stimmt. Ja. Gut, dass du das nochmal... Aber mach noch ein bisschen weiter. Das ist sehr entspannend, diese Jingle-Atmosphäre. Lass den Jingle noch ein bisschen laufen. Okay. Und beschreib die Umlaufbahn und wie wir das Sonnensystem durchstreifen. Also wir kommen erst am Mars vorbei. Hi, Mars. Nee, der It's Mars... Elon. Moment. Der Mars ist ja vor der Erde. Nein, das ist die Venus. Wenn du Richtung Sonne gehst. Nee, wir gehen in die andere Richtung. Also Richtung... Von der Sonne weg. Ja, dann kommt der Mars. Stimmt, die Venus ist nochmal ganz nah an der Sonne. Ja, ne? Dann kommt nicht Erde, ganz nah. Dann kommt die Erde, dann kommt der Mars. Genau. Hi Mars, what's up? Genau, und dann geht's weiter Saturn vorbei. Jupiter ist mal. Jupiter. Ein Gasplanet. Ja. Hammer. Unendliche Weiten. Mhm. Ist das weit. Und es ist eine unendliche Stille. Ich sehe nichts. Ich höre nur diese Musik. Wo kommt ihr her? Aus den unendlichen Tiefen des Weltraums. Krass. Wir fahren an den Planeten vorbei und dann verlassen wir unser Sonnensystem, Michael. Und jetzt kommt deine Astrofrage. Okay, dann machen wir den Jingle so ein bisschen zurück. Ja. Ich habe 2 Astrofragen. Die eine betrifft das Sonnensystem, aber wir haben sie eigentlich verlassen. Aber... Ich mache nochmal so ein bisschen so Umkehrschub und wir fahren nochmal ein bisschen zurück. Ja. Weil ich möchte an einem Planeten des Sonnensystems Halt machen. Okay. Ja. Du hast ihn eben schon erwähnt, Saturn. Ah, okay. Was weißt du vom Saturn? Ja, der hat diese Ringe. Mhm. Und ich glaube, das sind sogar mehrere Ringe. Mhm. Und das sind so Asteroidengürtel sind das. Also der Asteroidengürtel, den gibt es ja auch zwischen Mars und Jupiter. Das sind ja von so einem Protoplaneten zerbröselte restliche Bestandteile. Ja. Und du musst dir den Asteroidengürtel auch so vorstellen, das ist ja nicht wie in so einem Science-Fiction-Film, dass man durch diesen Gürtel so
so ausweicht, hier ist ein Asteroid und da ist so ein Stein. Ne? Ja, so wie bei Spaceballs. Ja, genau. Wirklich nicht so toll. Ne? Die sind ja extrem weit voneinander entfernt, diese Asteroiden. Im Durchschnitt so eine 500.000 Kilometer oder so. Was? Ja, klar. Ein Asteroidengürtel, wir reden über den Asteroidengürtel. Genau. Und da redest du von Zwischenräumen von... Von 500.000 bis 1 Million Kilometer. Von einem zum anderen Asteroiden. Echt? Ja. Der umkreist ja in einem riesigen Orbit die Sonne, dieser Gürtel. Und das waren ja, das sind ja Überbleibsel von so einem... Okay. Ne? Ja. Ja, das ist ja nicht, dass hier einer an dem anderen... Das habe ich auch mal gehört, da ist irgendwie so ein Asteroidengürtel, wo wohl auch, glaube ich, irgendwie dieser Asteroid rauskam, der mal vor 5 Milliarden Jahren... Nee, vor 65 Millionen Jahren... Ja. Die Erde getroffen hat, wo die Dinosaurier, weshalb die Dinosaurier ausgestorben sind. Der kam mit Sicherheit aus dem Asteroiden. Ja. Aber es geht um den Saturn. Die Ringe hast du schon beschrieben. Sehen aus wie so eine Schallplatte. Und das sind keine Asteroiden oder Steine. Oder ja, doch, Steine, Partikel, Eis, alles Mögliche. Ne? Aber das hat nichts mit dem Asteroidengürtel zu tun. Und du kannst dir das vorstellen, diese Ringe wie an so einer Schallplatte aufgereiht, ganz viele. Ja. Hat ja eine riesige Ausdehnung auch um den Saturn in der Mitte. Und meine Frage an dich, Stefan. Wenn du die gesamten Ringe von dem Saturn zusammengreifen würdest und würdest daraus eine Kugel formen, was hat dann diese Kugel für Ausmaße? Also was hat diese Kugel für einen Durchmesser, die aus dem gesamten Material der Saturnringe besteht? Das ist meine Frage an dich, die Astrofrage. Geil. Weißt du denn auch die Antwort? Ja, klar. Also ich vermute... Eine kleine Hilfe. Ja. Willst du zuerst vermuten oder möchtest du die Hilfe zuerst? Also ich dachte mal, was ich vermuten würde. Mhm. Der Saturn ist ja viel größer als die Erde. Viel, viel größer. Genau. Ja. Also ich glaube, die Erde ist dagegen so ein kleiner... So ein ganz kleiner Planet, der dann so... Also wenn man die Erde dagegen... Das ist ein Gasriese, ist gewaltig. Ja, der ist... Also wenn man die Erde dagegen halten würde, wäre das nur so eine Stecknadel, glaube ich. Nein, das nicht. Das nicht. Okay, ein bisschen größer. Du kannst dir ein Bild angucken. Saturn, Erde im Vergleich. Ja. Kannst du das sehen? Würde dir das helfen? Brauche ich nicht. Okay. Aber ich vermute mal, der ist ja riesig und dann diese Umlaufbahn darum muss ja nochmal größer sein. Mhm. Ich vermute mal so das Zehnfache der Erde. Wenn du jetzt dir die Hilfe von mir, möchtest du diesen Hilfsjoker von mir? Die durchschnittliche Dicke dieser, nennen wir es mal Schallplatte, das ist ja wie so eine Art Schallplatte. Ja. Und die hat ja auch eine entsprechende Dicke. Ja. Und die durchschnittliche, das kann man messen, es gab ja auch Sonden und Beobachtungen etc., ist um den ganzen Saturn herum circa 30 Meter. Nur? Die Scheibe, die Ringe vom Saturn sind im Mittel 30 Meter dick. Nur 30 Meter. Das ist ja hauchdünn. Hauchzart dünn. Es gibt sogar zart übrigens. Es gibt auch den bitteren Ring, aber die meisten sind zart. Ja. Es gibt ja Ringe, die kann man mit Teleskopen gar nicht beobachten. Die sind nur mit irgendwelchen Sonden messbar, weil diese Partikel so winzig klein sind. Und also die Partikel sind klein und die durchschnittliche Dicke, das war mein Tipp. Also. Okay, dann. Okay. Aber wie kann das denn sein? Warum ist das denn so dünn? Ja, es sind ganz kleine. Warum? Ja, wie warum? Ja, warum ist es. Warum sollte es denn dick sein, diese Ringe? Weil man sie sieht, oder wie? Ja. Ja, die reflektieren natürlich auch sehr gut das Licht. Manche bestehen aus Eis und so. Und dann ist das egal, wie dick die sind. Das heißt, ne? Also man kann ja den Saturn von der Erde aus sehen, ne? Also ich hab selber mal den Saturn von der Erde aus gesehen. Ich bin mal im Urlaub an einem Strand entlang gelaufen. Da stand so ein Typ mit so einem riesigen Fernglas und meinte, hier, 5 Euro kannst du einmal den Saturn gucken. Haben wir schon mal drüber gesprochen? Haben wir schon mal drüber geredet? Hab ich reingeguckt und hab den gesehen mit diesen Ringen. Ja, du kannst von der Erde natürlich viel sehen mit dem großen Teleskop. Ja, aber das heißt, ich habe aus dieser unendlich großen Distanz nur 30 Meter dicke Schicht gesehen, Genau. Weil das Sonnenlicht so gut reflektiert. Das ist ja gerade mal so die Hälfte von einem Sportplatz. Ja. Ey, ich komme darauf nicht klar. Micha, ich komme darauf nicht klar. Deswegen, soll ich auflösen oder möchtest du nochmal raten? Ja, genau, also wenn es so dünn ist, schätze ich mal, vielleicht sagen wir so dick wie die Erde.
Diese Kugel, die man aus dem Material der Ringe formen würde, hätte einen Durchmesser von 300 Kilometern. Es ist ja gar nicht. Das ist das gesamte... Echt? Das ganze Material dieses ja. Rings, das um den Saturn. Und wenn wir über den Asteroidengürtel, den hast du ja eben erwähnt. 300 Meter. 300 Meter Umfang. 300 Kilometer. 300 Kilometer? Ja. Das ist schon noch super wenig. Ja. Das wäre also von Bonn nach Frankfurt. Ja. So dick. Ja. Ja. Und das als Kugel. Und das ist das ganze Material. Ne? Ja. Wahnsinn. Und Ist ja nix. Wenn wir eben über den Asteroidengürtel gesprochen haben, den stellst du dir ja so als undurchdringlichen, schwierigen Gürtel davor. Ja. Wenn du diese ganze Masse nehmen würdest, die es im Asteroidengürtel gibt, dann ist das zusammengenommen 5% der Masse des Mondes, unseres Mondes. Mehr ist es nicht. Was, die ganze Masse des Ringes? Ja, nein, Asteroidengürtel. Ach so, Entschuldigung, ich hatte gerade nicht zugehört. Ah, cool. Weil ich den Jingle gesucht habe. Der ist nämlich ausgegangen und das hat mich irritiert. Okay. Michael. Kleine Pause. Ich muss noch mal kurz. Wieso Pause? Was für eine Pause? Ich brauche mal hier 5 Minuten. 5 Minuten Pause? Oder sagen wir mal. Wieso, was ist passiert? Ich brauche einfach. Ich brauche jetzt Pause. Okay, dann ist eine kleine Pause jetzt. Keine Ahnung. Okay, deshalb. Bis gleich. Zart und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack. Zwei Männer, denen Harmonie über alles geht. Wer noch sie verzaubert? Zart und bitter. Die Pause ist zu Ende. Die Astrofrage ist auch beendet. Das habe ich natürlich nicht einfach so gewusst, sondern durch meine ganzen Harald Lesch Sessions. Harald? Harald Lesch, ja. Ja? Ja, kenne ich. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, alles gut. Okay. Den höre ich einmal nachts zum Einschlafen. Ja. Und da werden solche Fakten dann mal genannt und die merke ich mir natürlich, weil ich mir das gerne merke, was Harald Lesch erzählt. Du bist auch, dich fasziniert auch so die unendlichen Weiten und so. Ja, und weißt du, wer mich noch fasziniert? Was? Lothar Matthäus. Warum? Das ist mein Lieblingsprominenter in Deutschland. Ich bin an einem Punkt angelangt, wie das früher so mein Opa und meine Oma hatten, dass die dann, wenn die jemanden von früher im Fernsehen gesehen haben, egal was der gemacht hat, das kann auch ein Film sein, den ich schon, dann waren die glücklich. Dann ging es denen einfach gut. Ne? So jemand wie Lieselotte Pulver oder so. Ja. Und ich habe das jetzt mit Lothar Matthäus. Wenn ich den im Fernsehen sehe, und er ist Experte, er ist auch ein guter Experte. Und ich mag das, dass er auch manchmal Probleme hat, Wörter zu finden oder was verwechselt. Statt Game Changer hat er letztens Change Gamer gesagt. Der ist ein bisschen verpeilt und so. Ja. Aber er kennt sich super mit Fußball aus er tut keinem was. Er hatte ein paar unglückliche Ehen geführt, wo er wahrscheinlich nicht der Alleinschuldige war. Ich kann mich noch erinnern, da gab es noch mal diesen... irgendeine Aufnahme, wo der sich so total aufregt auf Englisch. Ja. Und so unfassbar schlecht Englisch redet. Nein, das ist nicht unfassbar schlecht. Er hat dann so einen fränkischen Dialekt, wie Markus Söder auch. Markus Söder ist nicht so toll. Aber Lothar Matthäus schon. Und er hat ganz normal Englisch geredet. Ist er nicht auch geredet. So ein bisschen dämlich? Der lässt sich doch immer von den Frauen verarschen und so. Ne? Das finde ich nicht in Ordnung. Der wird doch mal so ausgenutzt. Er hat vielleicht unglückliche Ehen geführt und macht auch keine gute Figur in der öffentlichen Darstellung. Aber das ist auch vorbei. Was hat er denn in den letzten 10 Jahren gemacht, was irgendwie peinlich war? Nichts. Ja, weil er nie irgendwo die Möglichkeit hatte, mal irgendwo in der Doch, Schale. Der ist doch ständig in der Öffentlichkeit. Echt? Und macht was und tut was. Stimmt, der kommentiert auch manchmal Fußballspiele und so. Ja, ne? Der ist Co-Kommentator und Echt? Bei Instagram postet er Sachen. Das funktioniert? Das funktioniert super. Okay. Lothar Matthäus, ich finde den wirklich gut. Ja, ich kann das so ein bisschen verstehen. Wahrscheinlich wird dir da so warm ums Herz, weil das ist damals so in den 80ern, als da die WMs und EMs waren, saß man immer als Kind vorm Fernseher und da war das halt der große Star. Ne? 1991 Weltfußballspieler geworden. Der letzte deutsche Weltfußballspieler, Lothar Matthäus 1991. War der so gut oder was? Ja, klar.
Echt? Der hat uns zum Weltmeistertitel 1990 geführt. Aber war unser Kapitän. Aber war er denn so gut, oder was? Der war unser Kapitän. Hat uns als Mittelfeldmotor zum WM-Titel gebracht. Das war aber, der hatte wahrscheinlich die Funktion wie 2014 Schweinsteiger, ne? Ich mindestens. So ein Mittelfeld. Mindestens eine Mischung zwischen Schweinsteiger und Groß. Echt? Ja. War der so gut? Ja, der war Weltfußballer. Ja, okay. Kein Brasilianer 1991, nee. Oder das ist ja sowieso eine Blödsinnsveranstaltung. Weltfußballspieler. 20 Jahre lang ging es immer nur zwischen Messi und Ronaldo hin und her. Und dann ist der noch irgendwie der zweitbeste Fußballspieler, obwohl der irgendwie überhaupt nicht mehr spielt oder so. Wahrscheinlich kriegt das gar keiner mit. Ey, Messi hat doch gesagt, er spielt nicht mehr. Ist trotzdem Weltfußballer geworden. Egal. Ja. Lothar Matthäus, aber warum habe ich den erwähnt jetzt? Weil du meinst, dir wird warm ums Herz. Ja, aber du hattest doch, ich habe dich unterbrochen, glaube ich. Ich hatte eigentlich gar nichts. Es ging um Harald Lech und dann habe ich plötzlich über Lothar Matthäus geredet. Ja, keine Ahnung, warum du über Lothar Matthäus redest. Okay. Hat dich irgendwie beeindruckt oder so. Wusstest du übrigens, dass der, dieser Zettel... Ich glaube, das war 2006. Sommermärchen. Der Zettel im Stutzen von Jens Lehmann. Genau. Ja. Der Zettel im Stutzen von Jens Lehmann habe ich neulich im habe ich neulich im Haus der Geschichte in Bonn. Ja. Da ist der, hängt da. Da steht er in so einer Vitrine. Ja. Dieser Zettel, den er im Stutzen hatte. Ja, das. Und da steht dann irgendwie so drauf. Diego links, unten Santiago oben rechts. Ne? Fällt dir kein anderer argentinischer Spieler ein, den es vielleicht gibt. Messi. Ja. Messi oben links und so. Ne? Riquelme hat zu der Zeitpunkt ja, auch total geil. Also, Maxi Rodriguez. Also da hat quasi, das ist ja auch hochinteressant eigentlich, da hat quasi vorm Elfmeterschießen damals, haben die dem Lehmann so einen Zettel zugesteckt. Mhm. So schießen die Spieler. Ja. Beim Elfmeterschießen. Ja. Damit er weiß, in welche Ecke er springen muss. Ja, aber du kannst doch nicht vor so einem Elfmeterschießen, da schießen noch 8 Leute oder so, das dauert doch 10 Minuten oder so. Da liest du doch, du kannst ja doch nicht merken. Also das war auch. Du kannst ja doch nicht alle merken oder hat er sich die dann immer jedes Mal? Er hat den Zettel sich ein- oder zweimal angeguckt, dann den Stutzen zurückgetan. Ach so. Das war aber auch eher so als ein psychologischer Trick. Damals war das noch nicht so. Mit der Analyse und so weiter, so weit, weil heutzutage weiß ein Fußballspieler, wer sind die Elfmeterschützen von denen, wenn ein Elfmeter im Spiel geschossen wird, wie schießt Harry Kane, wie schießt Robert Lewandowski. Das wissen die. Das wissen alle Torhüter. Also ich habe schon gegen etliche Mannschaften Fußball gespielt. Und da gab es auch ab und zu mal ein Elfmeterschießen, da wusste ich nie. Aber du kanntest doch auch die Leute gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja, woher willst du denn wissen, wie der den Elfmeter schießt, wenn du den nicht kennst? Stimmt. Ja. Aber die kennen die dann alle, oder was? Ja, selbst du kennst Harry Kane. Stimmt. Ja. Okay, und vielleicht ab dem Niveau dann kennt man die. Ja, und da gibt es einfach Daten, der schießt 90% der Fällen links unten hart. Und das ist ja klar, dass man sich dann darauf vorbereitet. Ja, das macht ja Sinn. Aber 2006 war das... war das neu und verwirrend, dass er einen Zettel hat, da steht irgendwas drauf, wie wir schießen, und er hat sich den Zettel gar nicht richtig angucken können, weil der ist auch sehr undeutlich geschrieben. Ich glaube, so eine Art Bierdeckel oder so ist das. Ne? Nee. Sieht nee. Aus wie so eine Rechnung vom Brauhaus. Warte mal. Ich habe den sogar abfotografiert. Warte mal. Sekunde. Mit deinem Laptop hast du den fotografiert, oder was? Ich habe den hier drinnen liegen. Pass auf, ich kann dir den zeigen, wie der aussieht. Okay. Du kannst den für die Hörer mal beschreiben. Ich weiß auch nicht, wie der aussieht, der Zettel. Ja, ich zeig ihn nur, dass ich so. Zeig ihn dir jetzt, pass auf. Sekunde, da ist er. Ja. Kannst du auch lesen? Ja, das ist doch so eine Art Zettel von einem Brauhaus. Oben steht drauf Schlosshotel sowieso. Der sieht haargenauso aus wie ein Zettel, den ich in der Kneipe bekomme, wo ich meine Rechnung. Ja, aber es ist kein Bierdeckel. Ja, nee, das nicht. Aber es ist schon ein Zettel. Ach, sowas liegt in so einem Hotel dann, in der Schublade. Ja, ne? Schlosshotel, was steht da drauf? Ja, hier. Bramstraße 10. Berlin, Germany. Ja, das war Schlosshotel das Spiel in Berlin? Berlin. Das Spiel war dann wahrscheinlich ja, offenbar, in Berlin. Oder? Und hier steht's, Riquelme links hoch, halb hoch. Crespo, langer Anlauf, rechts. Mhm. Heinze, links flach. Der war aber Deutscher, oder? Hier, Messi links. Ja. Geil, oder? Hier, Eimer. Lange. Eimer hat auch hier, komm her, ey, das ist geil. Eimer, lange warten. Links. Ja, aber es ist echt krass, ne? Und
Also ich frage mich, also du meinst, der Zettel hat gar nichts gebracht oder was? Jens Lehmann hat, glaube ich, mal gesagt, er hat das gar nicht so richtig lesen können, aber er hat den dann das Warum? Andere. Ich kann das ja alles lesen. Ja, ich sag mal, mit Torwarthandschuhen den Zettel aus dem Stutzen zu holen, den irgendwie so aufzufalten. Und dann in der Aufregung. Und, genau, auch, ne? Und es geht auch gleich weiter. Er hat gesagt, ich habe da drauf geguckt, und um auch den Schützen zu verwirren. Wobei, mir fällt ja gerade ein, die Torwarte, die wechseln sich ja mal ab. Dann hätte er natürlich in diesen Pausen immer drauf gucken können, ne? Ich glaube, er hat noch zweimal drauf geguckt. Oh. Ja. Ah, ja, interessant. Ja, Stefan Sommermärchen. Jens Lehmann aber auch ein bisschen entweder ja. Alkoholfahrt nach dem Oktoberfest. Oder ist er nicht auch mittlerweile im Dschungelcamp aufgetreten, nee, und ist so ein bisschen abgekackt? Das war Eike Immel. Oder mit der Kettensäge. Nee, das war nicht Eike Immel. Doch. Nee, da ist irgend so ein Glatzkopf die ganze Zeit. Wie heißt denn der? Das ist Thorsten Legert. Genau, Thorsten Legert. Der war aber kein Torwart. Ach so, ja. Okay. Sieht aber aus wie ein Torwart. Wieso? Wie sieht denn ein Torwart aus? Ja, so wie Thorsten Legert. Okay. Groß, glatzköpfig. Groß, glatzköpfig. Was ja. noch? Jo, das war's. Okay. Ja, ich hab noch so einen Film. Ist übrigens, ich hab ein paar Mal reingeguckt. Ey, komm, wir müssen ein bisschen Trash, über Trash reden, ist auch geil. Ich hab ein paar Mal reingeguckt. Machen wir die ganze Zeit. Naja. Trash. Wir haben gerade ganz messerscharfe politische Analysen, ja, genau, abgeliefert. Und dann noch eine Astrofrage. Ja, ey, das ist ja wohl kein Trash. Absolut. Aber ich habe tatsächlich neulich auch mal ein paar Mal ins Dschungelcamp reingeguckt. Und es läuft doch überhaupt nicht. Ach, keine Ahnung, oder von einem halben Jahr oder als das mal lief. Und Thorsten Legert, ja, muss ich sagen, der ist schon echt peinlich. Es ist so ein Typ, der... Ja, Lothar Matthäus ist doch cooler als Thorsten Legert, absolut, und Jens Lehmann. Absolut. Die spinnen doch. Der Thorsten, also der Lothar Matthäus ist wenigstens irgendwie ein netter Kerl. Ja. Thorsten Legert ist so ein möchte gern. Das ist ein cholerischer... So ein, der will immer alles organisieren und denkt, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und belehrt dann immer alle und erzählt, wie es laufen muss. Na, egal. Das ist so, okay, das ist so eine Art... Ich weiß, wie du meinst. Der meint, er wäre so ein Mental Coach und hat überhaupt, genau, keine Ahnung. Ja. Ja. So. Und du musst ja einfach nur sagen, dass du der Geilste bist. Zieh jetzt nochmal dran hier, so werden Gewinner gemacht, los. Und du musst und das glauben und dann genau, bist du das. Genau, ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Genau, der sitzt dann immer so neben den Leuten, wenn die irgendwie ihre Kakerlaken essen müssen und so, die nicht runtergehören können, sitzt immer neben ihm. Und schreit die an. Dann sitzt er immer so hinter denen, wie so ein Coach, flüstert denen so zu. Komm schon, du schaffst das. Glaub an dich. Mit so peinlichen Kalendersprüchen und so. Ist schon echt. Also Thorsten Legert... Zartbitter Meinung. Thorsten Legert ist nicht mein Ding. Aber ich bin kein Fan von Thorsten Legert. Genug über Trash, okay, oder? Ja. Möchtest du dann noch was Trashiges? Nee, ich habe nichts mehr zum Trashen. Außer noch einen ganz geilen Bild-Zeitungstitel, den ich, oh, den, ja, ich gefunden habe. Den fand ich, ja, ziemlich geil. Steck dir nochmal gerade zurück, weil, ja, wir hatten ja gerade über Trash-TV. Ja. Es gibt da auch die Rubrik Micha regt sich auf. Ne? Ja, stimmt. Und weißt du, worüber ich mich aufrege im Fernsehen? Ich habe diese Sendung nie gesehen. Aber hat dieses, mir nicht auch einen Jingle dafür? Nee, ist egal. Okay. Nur ein Satz. Ja. Dieses Konzept dieser Sendung finde ich so absolut bescheuert. Es gibt das nennt sich irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Wo sich Leute nicht kennen, nee, Hochzeit auf den ersten Blick. Ja. Da kennen sich Leute nicht und müssen dann so standesamtlich heiraten und sind dann verheiratet. Wie verrückt muss man sein, um das zu machen? Wie, ja, verrückt muss man sein, um die Entscheidung, wen man sich quasi bindet, gesetzlich und auch moralisch und Liebe und alles, und lässt das eine RTL2-Jury oder Redaktion entscheiden. Gibt's das oder was? Das gibt Sendung? Es. Dass sich Leute, die sich, echt, nicht kennen, heiraten, standesamtlich. Und bleiben die denn auch zusammen? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie oder das da weitergeht. Oder lassen sie sich irgendwie, wenn die Kameras aus sind, wieder scheiden? Ja, kann schon sein, aber erstmal bist du verheiratet. Ah. Und die Leute fangen ja auch an zu heulen dann. Echt? Das ist ja für die, und sind total aufgeregt. Mega emotional, oder was? Ja, das sind ja auch die Eltern dabei. Echt? Meine Eltern würden sagen, bist du bescheuert? Und wenn du das machst, kommen wir bestimmt nicht mit. Ich verstehe das auch alles nicht, ja, ey. So bei in so einer Fernsehserie heiraten, meine Eltern würden mir einen Vogel zahlen. Doch, RTL 2 ist dabei. Macht ihr da mit? Ja, ich habe mich da jetzt beworben und ich heirate da jetzt einen. Okay, dann mach. Aber. Ja. Aber ich meine, wenn sich da Leute melden, das Konzept ist cool. Das Konzept ist nicht cool. Ja, aber wir reden drüber. Es ist scheinbar
Okay. Kommt an. Okay, es polarisiert. Du wolltest ja über Trash-TV reden und deswegen habe ich das. Wenn wir schon über Trash-TV reden, das ist aber gar nicht Trash-TV. Natürlich! Heißt, nein, das, worüber ich jetzt rede, diese Sendung, wie heißt die nochmal? Take Me Out, kennst du die? Das ist ja wohl auch Trash-TV. Findest du? Wo Ralf Schmitz da irgendwie, oder jetzt Kristall oder wie heißt der, Köppen oder so, wo die ja irgendwie, das ist doch Trash TV im Reinformat. Ja, aber das und da kommt irgendwie so ein Dennis aus Hürth dann da an, ich bin ein cooler Typ. Und da sind dann irgendwie 20 Frauen, 20 die dann sagen, ey, den drücke ich weg. Ja, genau. Der hat mir nicht das richtige Mindset und mir gefallen seine Tribals nicht. Und die Hose ist zu eng. Ja, genau. Ich stehe nicht auf enge Hosen und die Eierkneiferhose ist bei mir ein No-Go. Ist bei mir aus. Ich drücke auf den Knopf. Ja. Und dann kommt dann Ralf Köppen und sagt, ey, du bist raus. Ja, aber ich Ich liebe diese Sendung, weil die ist so... Wir reden viel zu viel durcheinander. In den letzten 10 Minuten haben wir nur durcheinander geredet. Okay, aber darf ich... Wir müssen mal ein bisschen mehr Disziplin an den Tag legen. Okay, aber darf ich noch eine Sache zu dieser Sendung sagen? Okay. mir ist so aufgefallen, ich finde das so psychologisch ganz geil, diese Sendung zu sehen. Mir ist nämlich aufgefallen, einmal habe ich das gesehen... Da hat sich so ein Junge vorgestellt und dann, die fanden ein Junge. Also Mann. Und die, diese. So ein 12-Jähriger oder was? Nee, ein normaler Mann. Okay. So wie die da reinkommen. Und, diese 30 Frauen, die meisten fanden den auch echt gut. Und wenige haben den weggedrückt. Und dann müssen die ja immer so ein Video zeigen, wo die sich so selbst vorstellen. Diese Kandidatinnen. Nein, diese. Ach so, die Männer. Die Männer. Ja. Die müssen sagen, dann sagt der Moderator so, ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr. Einspieler. Ihr habt ja jetzt nun erstmal nur den Typen gesehen. Um Sendezeit zu schinden, jetzt macht man Einspieler. Genau. Naja, die wollen ja auch mal sehen, was der so sonst macht. Und dann haben die so den Typen gezeigt. Aber Stefan, es geht ja nicht wirklich darum, dass die dann ernsthaft jemanden kennen und zusammen und so. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich genau derselbe Fake wie bei deiner Hochzeitssendung. Ja, okay. Was die heißt bei meiner Hochzeitssendung? Ja, aber die, mit der du ja... Die ist so lieb und immer guckst. Ja, die jeden Abend guckst und aufnimmst. Und bei diesem Einspieler, was da passiert? Das war halt so ein Typ, der sah total gut aus, mega durchtrainiert. War auch echt ein Sympath. Ja, aber die sollen doch da alle gut aussehen. Das sind ja... Ja, es gibt schon Unterschiede. Manche sehen besser aus. War einfach so der perfekte Mann, würde ich mal sagen. Wo ich sage, ey, come on, das ist doch jetzt echt ein super Typ, ja. Und waren ja auch viele dabei und dann hat er sich so, gesagt, ja, ich liebe Hunde, hat dann irgendwie so ein bisschen gezeigt und so, war auch ein cooler Typ und Sport und... also er sah gut aus und hat Sport gemacht. Ja, und alles und hat auch noch keiner weggedrückt und dann so, ja, ich leg auch Wert auf Körperpflege. Und dann sah man so, wie er seine Nägel schneidet. Wie er da mit seinen Mauken sitzt. Und damit so ein Nagelclipser, da hätte ich aber auch weggedrückt. Nein, was soll denn diese Scheiße? Nein, das war super ästhetisch gefilmt, so irgendwie, weiß gar nicht mehr. Warum filmt man den da beim Nagelfeilen? Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Irgendwas hat er gemacht, so mit, ich glaube, waren das die Füße oder so? Oder die Nägel? Oh, nee. Nein, nicht die, stopp. Es waren nicht die Füße, es waren die Fingernägel. Da sah man dann so ein bisschen, wie er sich die Fingernägel, wie nennt man das, mit dieser Feilt. Gefeilt. Aber da musst du auch mal vorstellen. Und dann dachte ich so, okay. Aber warum? Es ist doch okay. Warum ist denn das Redaktionsteam von RTL auf die Idee gekommen, ja, jetzt feilst du dir mal hier die Nägel hier? Oder, ja, warum denn? Nee, das machen wir denn für diesen Einspielfilmer. Das war doch nicht seine Idee. Ne? Wieso nicht? Wenn er sagt, ja, wie möchtest du dich denn hier so präsentieren? Ich fahre mir halt alle 2 Tage die Nägel, weil ich will halt saubere Nägel haben. Aber das ist doch keine Idee, die du mitbringst für ein Vorstellungsvideo. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Micha, ich weiß nicht, wie solche Ideen so schaffen. Also, das finde ich. Sowas entsteht am Set vielleicht. Ja, okay. Vielleicht ist das auch so eine gemeinsame Idee, die dann entwickelt wird. Die müssen ja irgendwas filmen. Und auf jeden Fall, ich dachte so, super Typ. Und dann in der Sekunde, wo man so sah, da wäre der für mich auch unten. Er gibt sich Mühe um sein Aussehen. Ich meine, das ist doch nichts Schlimmes. Ich will ihn aber nicht beim Nägelfallen sehen. Ja, aber mein Gott, es ist halt, warum, was ist denn gegen saubere Nägel einzuwenden? Gar nichts. Ey, da haben den irgendwie so fast alle Frauen weggedrückt. Ja, kann ich absolut verstehen. Warum? Ich will keinen mir angucken, wie er seine Nägel fällt. Ich möchte auch keinen sehen, der Zahnseide so benutzt. Ja. Warum? Das ist für so ein Vorstellungsvideo, ist das total bescheuert. Sitze dann da rum und... Das ist doch was völlig anderes. Ey, das ist doch was völlig anderes. Dann würde ich ihn auch wegklicken. Aber wieso ist das denn was völlig anderes? Also wenn du dann sagst, ey, ich gebe mir Mühe um meine Zähne, dann siehst du so einen Typen, der seine Zähne... Ja, genau, das ist genau das Gleiche. Nein, das ist nicht das Gleiche. Der hätte auch mit einer Pinzette sich ein Nasenhaar rausziehen können. Das ist auch das Gleiche. Oder mit einem Q-Tip im Ohrrand hier. Ich habe gern saubere Ohren. Ich benutze einen Q-Tip. Was soll das? Was ist das denn für ein Scheiß?
Oder ich putze gerne meine Brille mit einem Brillenputztuch. Ja, aber Micha, na und, macht doch jeder. Aber was bringt es in so einem scheiß Vorstellungsvideo? Es ist irrelevant für die Vorstellung. Ja, aber jeder macht das. Das ist auch kein Grund, den wegzudrücken. Ich stehe auch gerne an der Bushaltestelle und warte auf den Bus. Jeder macht Körperpflege. Ja, eben. Ja, ist das jetzt ein Ding oder was? Das darf ich ja wohl voraussetzen. Ja, aber deshalb drücke ich doch nicht einen total gut aussehenden, mega sympathischen Typen. Ja, weil mich das abstößt. Ja. Das ist jetzt fast so, als würde ich den auf der Toilette sitzen sehen. Und dann, ich benutze gern feuchtes Toilettenpapier. Schauen Sie mal, zweilagig. Und dann ziehe ich mir das hier so durch den Arsch. Das ist doch fast das Gleiche. Und ich habe dafür einen extra Eimer in meiner Toilette, so einen kleinen Kosmetikeimer, und da kommen die dann da rein. Und Gesichtswasser benutze ich für meinen Wattebausch. Und ich habe ein Ekzem an meiner Kopfhaut und da habe ich so eine Antipilzcreme, die benutze ich dann manchmal. Das ist nicht fair, ey, echt nicht. Das ist eine Katastrophe. Ja, also komm, echt. Also ja, das ist furchtbar. Take me out, raus mit dem. Ey, ganz kurz. Okay. Kurzes Rollentauschen. Stell dir mal vor, das wäre umgekehrt gewesen, ja. Es wäre eine super attraktive Frau da reingekommen, mega nett, super, wo du denkst so, krass, ey, wo ist denn der Haken? Das kann doch nicht sein, da passt ja alles. Und dann stehst du da und dann hätte die gesagt, ich fall mir die Nägel, kein Typ dieser Welt hätte die weggedrückt. Darf ich dazu was sagen? Aber umgekehrt, also irgendwie, ich krieg das nicht so zusammen. Darf ich dazu was sagen? Hat das was mit Sexismus zu tun oder? Du bist da drin. Wieso? Weil die Männer da nicht wegklicken oder weg irgendwas machen und du das auch überhaupt nicht verstehen kannst, dann sage ich mal, ja, warum machen das die Männer nicht? Was bringt mir das denn als Information? Ich glaube einfach, weil Männer... Nein, lass mich mal reden. Was bringt das denn an Information, wenn eine Frau sich irgendwie vorstellt, wer sie so ist und was sie ausmacht und dann zeigt sie, ja, und meine Nägel sind mir besonders wichtig und guck mal, wie ich mir die mache. Ja, was habe ich denn da? Was bringt mir das? Ja, dann denke ich mir, okay, die macht sich die Nägel oder die Augenbrauen oder irgendwas, aber dann drücke ich die doch nicht weg. Aber in so einer Vorstellung... Dann denke ich mir, okay... Ja, ja, macht aber, doch jeder. Ja, aber du hast ja so... Ich mach mir auch irgendwie die Haare. Ja, das macht doch oder, jeder. Oder rasier mich oder irgendwas. Du hast vielleicht in so einem Video 20 Sekunden Zeit, um zu erzählen, wer du bist, was deine Träume sind. Ich verstehe das einfach nicht. Was deine Idee ist von dir. Und dann kommt dann Zähne putzen und Nagelfallen okay, raus. Okay, okay. Mehr nicht. Okay, ich geb dir recht. Es ist vielleicht so eine Information, wo ich mir sage... Macht jeder, brauche ich jetzt nicht. Es ist jetzt kein Grund wegzudrücken, also, da gebe ich dir jetzt recht. Also genau das meine ich doch. Aber es ist auch kein Grund zu sagen, wow, toll. Genau, die Information war jetzt, hätte die gesagt, in meiner Freizeit baue ich Raketen und versuche Modell der NASA. Es ist einfach peinlich, wenn ich den das sehe, wer sich die Nägel feilt. Erzähl mir was anderes, was Wichtigeres. Ja, aber ich finde das irgendwie, ich verstehe es nicht. Umgekehrt hätte nicht ein Mann ja, das haben wir jetzt verstanden. Ja, aber andersrum so, nee, ey, so ein Typ, der sich die Nägel feilt, boah, ey, das geht ja wohl. Also es ist irgendwie so. Aber es ging ja das nicht ist da. So, ey, ich finde das so sexistisch. Das ist einfach. Aber die Tatsache, dass er sich die Nägel feilt, war ja nicht der ausschlaggebende Punkt. Die Tatsache ist, dass er das als Key-Feature für sich herausstellt, um sich zu, in Anführungszeichen, zu bewerben. Das war überflüssig und kam nicht gut an. So, okay. Wir reden jetzt über was anderes. Okay, ist egal. Wir werden unsere Hörer darüber urteilen lassen, wie wir hier durchgeschlittert sind, durch diesen Kram. Ich habe noch was zum Thema Film. Und dann können wir eigentlich rausgehen, oder? Ja, ich glaube, so langsam reicht. Ja. Ich hätte eigentlich noch eine ganz kleine Story. Ja. Das ist gar keine Story, das ist eigentlich nur eine Beobachtung. Bitte. Und zwar war ich im Zoo. Mhm. Und im Affengehege habe ich die Orang-Utans gesehen. Ja. Gut, dann komme ich jetzt zu meiner Filmanalyse, weil das war halt die Beobachtung, oder? Nein. Achso, da kommt noch mehr. Aber ganz kurz, ich hatte mir diese Affen angeguckt. Ich finde diese Affen faszinierend. Orang-Utans. Es zottelig. Also wirklich, stell dich mal wirklich vor dieses Gehege. Ja. Was mit dem Gehege? Ich habe immer so Pavian oder wie heißen diese? Paviane sind ja furchtbar oder auch. Sogar
Gorillas? Ach, nee, wie heißen immer die mit diesen, auf diesem Felsen mit dem... Der Pavian. Roten, das ist ein Pavian. Ja, mit dem roten was? Oh, das ist einfach nur furchtbar. Mit diesem roten Hintern, oder Arsch. Reduzierst du die jetzt auf ihren roten... Nein, 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 überhaupt, nein, gar nicht. Im Gegenteil, das ist, die Evolution hat das so hervorgebracht und das ist toll, dass es das so ist bei denen. Aber ein bisschen komisch sieht's aus, gar, ne? Ich will da gar nicht drüber, ja, es ist verstörend. Das hatten wir aber auch schon, Okay. Es ist verstörend, du sitzt hinter diesem Affen. So ein ausgestülpter total. Darm, der da so rausguckt. Was, warum ist das so? Keine Ahnung. Ist das, tut das nicht weh? Aber ich will da gar nicht so... Okay. Boah, die müssen solche Schmerzen haben, oder? Das sieht du trägst echt, quasi dein Das sieht Arsch. Aus wie so eine Kriegsverletzung, ne? Ja, am Arsch. Wie so weggeschossen oder so. Also, und das ist so kalt, oder? Das ist so gemein. Ja, ey, warum komm, ist das so? Die müssen ja nicht leid tun. Das ist auch, ja normal für die. Ich finde es auch irgendwie total. Die sind ja nicht verwundet. Ich finde es verstörend. Ja. Man guckt da hin und denkt so, Alter. Was und du bist da mit deinem Sohn und denkst dir, was denkt sich jetzt mein Sohn? Ja, keine Ahnung. Aber ich wollte auch gar nicht Orang-Utan. Ich wollte auch gar nicht über Pavian singen, sondern über Orang-Utans. Warum und versuchst du das so genau zu betonen und auszusprechen? Weil, keine Ahnung. Aber doch, tatsächlich muss ich, ich war mal in England auch. Ja, das hast du schon mal erzählt. Hab ich schon mal erzählt. Orang-Utans. Nee, der, und dann Orangutans. Meinte ich so, are we going to see the Orang-Utans now? Und der so, are we going to see what? Und ich so, the Orang-Utans? Ja, aber so heißt das ja auch auf Englisch, ne? Ja, nee, ich hab das versucht, so Englisch auszusprechen. Ja. The Orang-Utans? Ja. Und der so, the what? Und er hat es nicht verstanden. Aber er hat es auch so getan. Als Nee. Und dann meinte er irgendwann so, I don't know what you're talking about. Und irgendwann so, oh, you mean the monkeys? Und ich so, yeah. Und er so, oh, the orangutans. Ja. The orangutans. Das hätte er sich ja wohl kombinieren können. Naja. Aber warum sagst du das denn jetzt so, dann, wenn du es auf Deutsch sagst, so explizit? Du sagst ja nicht Orang-Utans, sondern du sagst so, die Orang-Utans. Habe ich das explizit gesagt? Nö, ja. War eigentlich jetzt gar nicht meine Absicht. Okay. Und die habe ich nur so beobachtet und fand die so, es sind so fantastische Tiere. Faszinierend. Ey, die sehen wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, da ist so einer drin, in so einem Kostüm. Ja, das ist geil, die schlurfen da mal so rum, so langsam. Und dann die langen, wirken so menschlich. Ja, und dann haben die auch diese langen Haare und ziehen sich auch mal so einen Scheitel irgendwo. Also ich sag ja, die sehen aus wie so. Wie Emos. So Emos. Ja. Die von so einer Metal-Party nach Hause schlendern. Ja, faszinierende Tiere. Ich finde, die bewegen sich so. Anmutig, menschlich. Ja, und dann diese langen. Sanft. Und die sehen so. Sanfte Riesen. Die Haare, dann die streifen sich immer so einen Scheitel zur Seite und so menschlich. Du hast gesehen, dass der Orang-Utan sich mit den Haaren, mit der Hand durch die Haare fährt, hab ich gesehen. Um sich seinen Scheitel zu richten. Ja, ja. Die haben so lange Haare und werfen die dann so, legen die dann so zur Seite. Das ist faszinierend. Also sie legen Wert und die haben ja auf gepflegtes Äußeres, wie dieser Bachelor-Take-Me-Out-Typ. Ja, genau. Ja. So ein bisschen so die Haare so nice nach hinten geworfen. Ja. So ein bisschen. Und das Gesicht ist ja total cool eigentlich. Das ist ja so ein total süßes Gesicht mit so kleinen Augen. Ja. Und dann ist da, das sieht aus wie so ein Ring um die rum. Kennst du das? Ja. Das ist bei den Männchen. Komisch. Ist mir noch nie aufgefallen, dass Männchen, also männliche Tiere, dass die fast so heißen wie hier Menschen. Männchen und Menschen. Okay. Ist ja verrückt, ist mir noch nie aufgefallen. Echt? Finde ich jetzt nicht. Aber der männliche Orang-Utan, der hat so ein ausgeprägtes Gesicht, fast ja, dann wie der, so eine der Art hat so um den rum, das sieht so ein bisschen aus, als würde er aus so einer Klobrille rausgucken. Ja, der wirklich, das sieht wirklich, so ein bisschen sieht so aus. Aber du könntest jetzt auch Bullauge sagen können oder aus einem runden Fenster. Ist mir jetzt nichts anderes. Also, okay. Ja. Gut. Ja, und was war jetzt die Beobachtung, außer dass sie einen Emo-Scheitel tragen? Das ist faszinierend. Das war's. Krass. Ja. Ich möchte dir noch von einem Film erzählen, den ich kürzlich im Kino gesehen habe. Ganz schnell. Okay. Wirklich ganz schnell. Ja. Stephen King Filme, magst du? Mhm. Wirklich? Ja, manche nicht. Okay. Welchen magst du nicht? Keine Ahnung. Also, ich kenne gar nicht so viele Verfilmungen von Stephen King. Die meisten finde ich ganz gut, doch. Was ich nicht so toll finde, ich habe es zwar nicht gesehen, aber es gab ja dann nochmal Remakes, Friedhof der Kuscheltiere S und so, wo ich mir denke, braucht man das? Es gibt doch ganz gute Filme von 1990 oder von 1986 oder so. Ja. Und die sind doch gruselig genug, die muss man doch nicht nochmal neu. Aber ist halt was anderes, Remakes gibt es halt. Und
ich habe gesehen, dass im Kino an einem Tag um 22.45 Uhr in der Woche lief der Film Carrie. Im Original, Originalton, ja, die Originalfassung, ja, von 1976. Mhm. Die erste Stephen King-Verfilmung und sein erstes veröffentlichtes Buch überhaupt, was dann verfilmt wurde. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass er so alt ist, der Film. Und ich habe ihn mir angeguckt im Kino. Es waren nur ganz, ganz wenige in der Vorstellung. Und in so einem Programmkino, oben mit Balkon, unten hier, ja, die Loge. Es hat eine tolle Atmosphäre. Ja. Und dann diesen gruseligen Film dann zu sehen. Und kennst du den Film, Carrie? Ich habe den mal gesehen, aber ich habe alles vergessen. Das ist so ein Mädchen, das so besonders ist. Genau, ja. Und ich glaube, am Ende bringt sie alle um oder so. Richtig. Du hast den Film perfekt zusammengefasst in, ja, anderthalb Sätzen. Echt? Ja. Und Und du hast die alte Version gesehen? Ja, ja, natürlich. Okay. Natürlich. Es gab dann irgendwann auch nochmal ein Remake oder einen zweiten Teil, ja, der auch nichts mit dem Buch zu tun hat, ist alles Quatsch. Und das Besondere an dem Film habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Was ist denn, ja, das Besondere? Keine Ahnung, du wolltest mir das erzählen. Ja, ja, aber ich bin jetzt gerade rausgebracht, ja, worden, leider. Ich versuche, wieder reinzukommen. Ging es um die Musik? Nein. Ging es um irgendeine Szene? Auch nicht. Ach ja, genau, genau. Ja. Im Deutschen hat dieser Film dann noch so einen Untertitel. Das ist ja manchmal so, dass der deutsche Verlag, Verleiher, ja, irgendwie sagt, den können wir nicht einfach nur Carrie. Achso, den hast du auf Englisch gesehen. Aber in englischer Sprache? Ja. Achso, und dann war da ein deutscher Untertitel? Nein. Achso. Aber wenn ein Film veröffentlicht wird, ja, heißt er in Deutschland oft anders, ja, als das Original. Okay. Und sehr, sehr oft ist dann die Übersetzung oder die Übertragung auch vollkommen schwachsinnig. Warum macht man das? Mhm. Der Film heißt im Original Carrie. Warum hat man das nicht so gelassen? Haben die vielleicht gedacht, man versteht nicht, dass das ein Mädchenname ist oder so? Keine Ahnung. Wie heißt er denn auf Deutsch? Der heißt auf Deutsch Carrie-Satans jüngste Tochter. Wieso? Satan spielt in diesem Film überhaupt gar keine Rolle. Echt? Und sie ist auch nicht irgendwie die Tochter von Satan. Aber warum ist sie denn so, die ist doch so böse. Sie ist böse. Hat die nicht so Kräfte auch? Ja, sie hat telekinetische Kräfte, aber sie ist nicht böse. Sie wird quasi... Böse gemacht. Ja. Weil die so gemobbt wird. Sie wird gemobbt. Ja. Sie hat so eine religiöse, fanatische Mutter, die sie auch quält und isoliert. Und, ja, sie wird komplett fertig gemacht. Und ihr wird dann so ein ganz böser Streich gespielt auf dem Abschlussball, wo sie gedacht hatte, jetzt werde ich akzeptiert und auch irgendwie geliebt. Aber dann hat sich das dann herausgestellt... nein, die tun mir was Böses an und dann ist dann durch ihre Wut kanalisiert, diese telepathischen Fähigkeiten, hat sie sich dann auch in etwas Böses verwandelt, indem sie dann umbringt. Also aber mit Satan hat das nichts zu tun? Nein, das ist total böse. Das ist eher so, eine Gegenreaktion, warum sie so wird. Ja, genau. Vielleicht haben die Filmverleihe sich dann gedacht, ja, es geht ja auch um Religion, weil diese Mutter so religiös fanatisch ist. Das ist echt total schlecht, ey. Ja. Aber das ist mir schon, ich habe schon oft mich deutsche Übersetzungen aufgeregt. Habe ich mich neulich noch... Gibt's hunderte Beispiele. Fällt's mir gar nicht. Ich hatte neulich noch gedacht, so, warum machen die das? Aber jetzt fällt's mir nicht mehr ein, irgendwie. Ich habe da ganz viele Beispiele, weil ich, echt, zum Beispiel auch viel Simpsons früher geguckt habe und später dann auch im Original, ja, und habe dann gesagt, was, das war ja, weil ich die alten Folgen sehr gut kannte auf Deutsch, dann hat er ja immer gesagt, das hat ja, jetzt kapiere ich das erst und das hat ja gar keinen Sinn gemacht, warum haben die das nicht so übersetzt? Ist ein Beispiel. Ich glaube, es liegt daran, ja, weil Carrie, das ordnen die Deutschen nicht direkt zu einem Mädchennamen, ja, zu. Ja. Und deshalb wollten die nochmal so einen Untertitel einfügen, damit die Leute wissen, ah, das geht um Wenn die einfach nur sagen, hä, Kari, was soll das? Kari, was ist Kari? Was ist 1976, ne? Ja, damals, die englische Namen, da konnten die Engländer, Deutschen auch kein Englisch. Und ich finde, Stephen King ist ja ein sehr bekannter und sehr beliebter Autor. Was, ja, hältst du von ihm? Ich finde ihn eigentlich ganz gut. Der hat manchmal auch Bücher, die sich zu sehr in die Länge ziehen. Der hat auch schlechte Bücher. Mhm. Oder Geschichten. Wer hat nicht auch schlechte Bücher? Ja, aber die meisten sind eigentlich ganz gut. Nur kurz, mein Bruder zum Beispiel hat alle Bücher von Stephen King gelesen. Alle? Alle. 50, 60, 70 oder ja, so. Ja, alle. Und noch krasser, der sammelt die. Mhm. Der hat jedes... Wie mein Nachbar Hagen auch.
der sammelt auch Echt? Stephen King Bücher. Der hat, und der, weißt du, wo der die... fährt sogar auf solche besonderen Märkte, Echt? Um spezielle Auflagen und Sammlereditionen zu kriegen. Ach krass, dann ist er noch krasser unterwegs als mein Bruder. Ja. Weil mein Bruder holt die sich teilweise, der sucht immer alle Schränke ab. Kennst du diese öffentlichen, die Bücherschränke. Diese öffentlichen Bücherschränke? Die werden auch manchmal angezündet von irgendwelchen Vandalen. Ja. Das finde ich echt schade, weil ich finde das, dieses, ja, das ist so, dieser das Gedanke dahinter, dieses Gemeingut. Das dümmste an Vandalismus, was man machen kann. Das ist so furchtbar, ne? weil du einfach, gerade das ist doch so wertvoll für die Gesellschaft. Ja. Das ist so ein, das ist so ein sozialer Zusammenschluss, so ein Austauschsort, wo die Leute ihre, doch, wo die Leute... Ich will es jetzt nicht überbewerten, doch, so ein Bücherschrank. Das ist so fantastisch. Sozialer Austauschort. Das ist geliebte Demokratie. Ja, okay. Geliebte Demokratie, weil da die Leute sich gegenseitig ihr Wissen zuschieben und austauschen. Okay. Und das ganz ohne Geld, ohne ökonomischen Hintergedanken. Das ist ich finde das so wertvoll. Und es führt auch zu einem Gemeinschaftsgefühl in dem Ort. Ich habe auch schon öfters Sachen reingebracht. Da trifft man sich und da kommt man auch mal ins Gespräch. Okay. Wie oft bist du da mit jemandem geschickt? Noch nie. Weil die Leute gehen dann, wenn du da versuchst, sie anzulabern. Ich sehe gerade, sie sind hier am Bücherschrank. Ja. Für was für Bücher interessieren sie sich? Ich habe da auch schon mal was reingestellt. Ja. Entschuldigung, kann ich hier in Ruhe? Ja, nein, das ist hier sozialer Austausch. Gelebte Demokratie. Ich möchte mit Ihnen sozial interagieren. Wie sieht's denn aus? Sollen wir mal einen Kaffee trinken gehen zusammen? Mein Name ist Stefan Kern. Ich habe einen Podcast. Komm mit mir in den Bücherschrank. Los. Es ist so schlimm. Okay, okay. Ich werde es nie wieder tun, Marke. Okay, du hast mir die Augen geöffnet. Du hast mir die Augen geöffnet. Aber... ja, auf jeden Fall. Du lugerst am Bücherschrank rum, um Leuten rum, deine Lebensgeschichte. Warte auf die Leute, damit ich die zutexten kann. Ein neues Opfer finde, damit ich auch endlich mal wieder Kontakt zu irgendeinem gesellschaftlichen Wesen finde. Wenn ich aus meiner Höhle da rauskomme. Und er holt dann diese Bücher da raus und findet die und stellt sie sich ins Regal und sammelt. Das finde ich cool, dass dein Bruder Stephen King liebt, aber so geizig ist, dass er nur an die Bücherschränke geht. Keine Ahnung, ich hatte mal überlegt, den mal einzuladen in die Sendung. Dein Bruder? Ja, und nur über Stephen King zu reden. So ein Special über Stephen King. Dann holen wir noch den Hagen dazu. Ja. Oder lassen nur die beiden reden. Stephen King Special. Ja, und nur die beiden reden. Sollen wir das machen? Können wir gerne machen, ja, das ist kein Problem. Das wäre natürlich geil. Ich wollte da zudem noch sagen, ich mag keinen Horror unbedingt. Ich habe aber auch schon mal das ein oder andere Stephen King Buch gelesen. Ich weiß auch, warum du keinen Horror magst. Ja, ist zu gruselig einfach. Ja. Ich mag den Schock einfach nicht. Das finde ich, habe ich nichts Schönes. Aber dieser Gruselschock, das habe ich mal gelernt in einer Sendung. Den braucht man. Nein, das ist... für manche süchtig machen. Ja, nee, das ist so ein... Da werden so Stoffe ausgesetzt im Körper. Angst. Bei diesem Schreck und diesem Thrill und diesem Grusel, die ähnlich sind, das sind so ganz heftige Glücksmomente. Okay. Also eigentlich ist das Glück, das man da spürt. Und das muss er dann einfach dem anderen sagen, hey, das Glück, dass ich jetzt erschrocken habe. Ja. Das stellt dich nicht so an, das ist ein Glücksmoment. Erschreckt. Ja, okay. Ja, man wird erschrocken und man erschreckt jemand anderen. Ach so. Ja, habe ich neulich noch mehr angelesen. Das haben wir wirklich was gelernt. Ja, weil ich bringe das immer durcheinander. Ja, ich würde das vom Gefühl auch so gesagt, sagen. Boah, ich habe mich voll erschreckt. Das ist falsch. Ich habe mich erschrocken. Erschrocken, aber ich habe jemand anderen erschreckt. Yeah. Habe ich neulich noch nicht mehr angelesen. Aber, was heißt das auf Englisch nochmal? Scared? Scary? Nee, das... I was frightened. Das ist ja... Ja, aber scared? Nee, erschrecken ist ja was anderes, dass man auch so... Das eine ist ja verängstigt. I scare somebody. Ja? Ist das erschrecken? Okay. I scared him. Ja. Bestimmt. Aber du wolltest noch was erzählen. Warum hast du keinen Horror? Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich habe nur gesagt, du hast gesagt. Ja, ich weiß auch, warum du es nicht magst. Ja, weil du... Das wollte ich noch sagen, weil du alleine wohnst. Hä? Ja, das ist mega gruselig. Du wohntest doch früher auch alleine. Und war doch kein Problem, ja, oder? Ja, ich fand's geil. Ja. Dann war es sogar noch cooler. Ja klar, war noch der Schock und Thrill-Effekt. Da waren die Glücksgefühle noch besser. Ja, das war noch, da war der Grusel-Effekt noch höher. Ja, jedenfalls, die Verfilmungen habe ich auch nicht alle gesehen. Es gibt ja auch welche, die sind gar keine Horrorfilme. Wie zum Beispiel Die Verurteilten. Ja, ist ja gar kein Horror. Das ja, ist oder, natürlich spannend. Oder Das Versprechen. Verfilmt mit Jack Nicholson. Das ist aber kein Stephen King-Film. Ist das kein Stephen King? Ich dachte, das ist Stephen King. Ja. Bist du sicher? Ganz sicher. Wo dieses Kind da irgendwie entführt wird? Ich bin ganz sicher.
Okay. Ja. Jedenfalls kann ich nachvollziehen, warum ein dieser Typ aber fasziniert. Was ich an ihm am eher noch mag als seine Filme, sind seine Ideen für dann das Buch und so weiter. Und dann finde ich das dann ganz spannend und interessiere mich für diese Idee, aber will das Buch eigentlich gar nicht lesen. Und ja. Demnächst kommt auch eine Serie von ihm, das Institut bei irgendeinem Streaming-Portal. Ja. Und da könnte ich mir vorstellen, mal reinzugucken. Okay. Außer es wird zu gruselig. Da also das ist so eine Gruselserie. Da gucken wir das zusammen. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Also wir werden es auf jeden Fall gucken und dann über diese Serie. Hast du noch einen Song für die Playlist? Wieso guckst du jetzt auf das Gerät? Weil ich tatsächlich Song vorbereitet habe. Wirklich? Du hast einen Song vorbereitet? Ja, ich weiß. Den du hier anspielst, kurz. Ich bin begeistert. Unfassbar faszinierend finde ich den Song Hurt von Johnny Cash. Mhm. Im Original von Nine Inch Nails. Was? Ja, klar. Ich dachte, der wäre von Johnny Cash. Nein. Der ist geklaut und gecovert? Der ist nicht geklaut. Eines seiner Spätwerke, irgendein Album. Das ist doch sein letzter Song, den er irgendwie hat. Ja, er hat das. Da sitzt er in dem Video irgendwie an so einem Tisch mit so einem Buffet. Und da kommt dann irgendwie seine Frau dazu und er ist schon so ein ganz alter Mann. Mhm. Eines seiner letzten Alben, oder vielleicht das letzte Album, das war ja ein komplettes Album nur mit Covers. Da war ja auch zum Beispiel Personal Jesus drauf. Und Hurt war halt auch drauf und es war von Nine Inch Nails. Und der Sänger von, oder Nine Inch Nails hat ja nicht nur einen Sänger, sondern so einen, ist ja eher so ein Musikprojekt. Trent Reznor oder so, ja. Heißt der Typ. Und der hat dann auch später öffentlich gesagt, das ist nicht mehr mein Lied, es ist das Lied von Johnny Cash. Echt? Weil das Cover für so ihn geil auch, genau, hat er gesagt. Das ist sein. Ich finde, das Lied auch, das geht voll unter die Haut. Absolut. Vor allen Dingen, wenn man die Geschichte von Johnny Cash kennt, die viele ja kennen, weil ja diese ganze, die Biografie von dem ja so tierisch geil verfilmt wurde mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Ja. Also ich fand den Film Walk sehr the gut. Line. Walk the Line. Ich fand den Film total faszinierend. Ja, schon noch gut. Aber und wie er so aber jetzt aber auch kein, wie er so ein echt ja. So Eltern hat, die noch gar nicht akzeptieren, gar nicht dahinter stehen, was er machen will. Und aber er war jetzt auch kein leichter Typ, ne? Er hatte auch jetzt keine besonders glückliche Ehe. Der hat sich mit seinem Vater immer so verkracht und so, weißt du noch? Nee, das weiß ich nicht mehr. Doch, aber das er ist war total jetzt, irre. Seine Frau hat, glaube ich, aber auch ein bisschen unter ihm gelitten. Total, ja. Und aber er war auch nie richtig in ihn verknallt. Er hat irgendwie, war mit der zusammen, hatte Kinder, aber der war ja eigentlich, seine eigentliche Liebe, ja. War immer diese Country-Sängerin, die er ab und zu getroffen hat auf irgendeiner Bühne. Wer war das denn? Also ich weiß nur, dass Doris Day? Irgend so eine Country-Sängerin. Der Country? War so, ja, das war ja Country-Musik. Ach so. Ja, ja, klar. Der war ja so in der Country-Szene unterwegs, ja. In der Blues-Country-Szene. Blues, Blues-Rock-Country. Blues-Rock-Country. Ja, ja. Und da gab es so eine ganz berühmte amerikanische Country-Sängerin. Wieso sagst du, das heißt doch Country, oder? Oder Country. Habe ich Country gesagt? Kinder-Country. Country ist eher so Kinder-Country, ne? Ja. Country. Country-Sängerin. Ist ja jetzt auch egal. Ja, ich will dich auch nicht die ganze Zeit so kritisieren und fertig machen. Ja, eben, die ganze Zeit kritisieren und unterbrechen. So aber ich, ich unterbreche hier auch. Aber du hast das mit dem erschreckt. Aber das war ja... Ja, stimmt. Aber das war ich ja, habe auch gerade noch einen Fehler entdeckt. Ja, da habe ich dich aber nicht mehr unterbrochen. Bitte. Da dachte ich jetzt kann ich nicht ich immer... Ich möchte doch besser werden. Du hast gesagt, das war ein Album mit mehreren Covers. Covern. Ja. Okay, auf jeden Fall. das ist die... die Sendung heißt... Kritik. Das ist ja ein großartiger Sendungstitel. Wie kommst du da immer das drauf? Das ist so schlecht, auf diese genialen ja. Titel. aber ja, das ist jetzt nochmal wirklich wichtig. Der war so verliebt in diese Sängerin. Country-Sängerin. In diese Country-Sängerin. Ich guck jetzt mal nach, wie die heißt. Country-Sängerin. Und gespielt in dem Film von Reese Witherspoon. Aber das war doch seine Frau. Nein. Das war doch seine Frau. Seine Frau saß zu Hause und hat die Kinder versorgt. Echt? Ja. Reese Witherspoon hat da nur seine Nein, Geliebte Nein, das gespielt, war seine Geliebte. Das war die Ach Frau, so. In die er eigentlich so mega verliebt war. Aber Ach die so. Hat ihn, und die hat ihn nicht rangelassen. Und der hat immer so gebettelt. Ey, können wir nicht endlich zusammen sein? Ich bin so mega nicht verliebt. Oh, weia. Und dann hat er irgendwann ihr eine Liebeserklärung gemacht auf der Bühne. Okay. So gesungen. Sodass sie nicht wegrennen konnte, weißt du? Krass. Ey, das ist, ich fand das total süß.
Aber das war doch die Ehefrau von Johnny Cash. Am Ende. Der hat dann seine Frau verlassen und ist mit der zusammengekommen. Kannst du Johnny Cash so ein bisschen nachmachen? Und sing doch mal so wie Johnny Cash. Keine Ahnung, ich kann mit Johnny, überhaupt nicht. Nee. Du versuch doch mal seine Stimme so. I'm driving to the room and a baby. Keine Ahnung. Wo lächerlich. Ja, aber Driving Home for Christmas ist übrigens mein Lieblingsweihnachtslied. Ich habe aber nicht Driving Home for Christmas gesungen. Klang aber so. Ich habe da Jailhouse Rock. Keine Ahnung. Von Elvis ist mein Lieblingsweihnachtslied Blue Christmas. Echt? Ja. Driving Home for Christmas ist auch mein. Von Chris Rea. Ja, ist auch mein Lieblingsweihnachtslied. Deins auch? Ja, eines meiner Lieblingsweihnachten. Es ist fantastisch. Es ist so schön. Es ist total geil. Also ich sag mal, wenn man glücklich ist, auch familiär und privat und gesundheitlich, das alles. Ja. Und dann gibt es auch nichts Schöneres als, ich komme nach Hause und wir feiern zusammen Weihnachten. Es ist so geil. Auch diese, ich habe so ein Bild im Kopf, wo so ein Typ in so einem verschneiten so eine Straße. Ja, und dann mit so in so einem amerikanischen breiten Auto. Ja, natürlich. Irgendwie so nach Hause fährt, irgendwo in Amerika. Kippe. Ja. Durch die Rocky Mountains. Ey, das bei dem Lied, Lied habe ich auch immer so einen Typen irgendwie so am Steuer im Kopf so. Aber es könnte auch eine Frau sein, die nach Hause kommt. Ja. Stefan, deine Barrieren im Kopf müssen mal aufgelöst werden. Ey, das stimmt. Ja. Aber was ich noch sagen wollte ist, wir reden ja noch über diesen Song Hurt von Johnny Cash. Ja. Und nicht mal über Weihnachten. Ne? Nein. Ja. Und in diesem Video ist auch ganz am Ende eben diese Carter. Echt? Ja. Diese geliebte Frau. Ja. Und ich finde, wenn man den Film kennt, wie unsterblich er in sie verliebt war und er sie unbedingt mit ihr zusammenkommen wollte, und es dann auch am Ende geschafft hat. Und er in diesem Video, wo er so ein alter Mann ist, kurz vor seinem Tod wahrscheinlich, hat ja nicht mehr lange gelebt nach dem Lied, ne? Und dann sitzt er da und dann sieht man ihn mit seiner alten Ehefrau und man kennt diese Geschichte. Wie er so verliebt in sie war und immer noch wahrscheinlich verliebt in sie ist und wie sie dieses Leben gelebt haben. Und das ist jetzt das Ende. Das sind die letzten Tage. Und du packst... Und das in diesem Video. Ich finde das total berührend. Super. Ja. Und du packst jetzt dieses Lied, Hurt, in der Version von Johnny Cash auf unsere Zart und Bitter Songs Playlist bei Spotify. Ja. Richtig? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. What have I become? Okay, dann pack ich noch von... Kann ich noch eine Sache sagen, bevor du sagst, ganz am Ende, welchen Song du drauf packst? Ja. Reese Witherspoon, die damals die Ehefrau gespielt hat, in dieser Verfilmung. Die habe ich jetzt neulich in der Straßenbahn getroffen. Oder wie? Der hey Satz, Reese, what are you doing in Bonn? Das ist geil, das hört sich so an. Ne? Der Satz hätte so weitergehen können. Ne? Ja. Hey Reese, what are you doing here? It's amazing, what are you doing? My name is Stephen Kern. I'm Stevie. Let's meet at the public book Schrank for conversation. At Budafog Park in Bonn City. Was für ein Park? Budafog Park. Was ist das? Das ist dieser Park in der Mitte von Bonn. Budafog Park? Budafog Park. Nicht zu verwechseln mit Brotherfuck. Es gibt einen Park in Bonn? Ja, es gibt einen Park in Bonn, der heißt Budafog Park. Wieso kenne ich den nicht? Keine Ahnung. Der ist mitten in Bonn? Hier, mitten in Bonn. Das ist was soll das denn bedeuten, Budafuck? Was ist das? Das heißt auch nicht Budafuck. Nein, Budafuck hast das du heißt gesagt. Budafuck Park. Was ist das denn für ein Wort? Keine Ahnung. Wieso kenne ich diesen Park nicht? Ich bin doch Bonner. Ja, weiß ich nicht. Sofort wird das hier gegoogelt. Bonn Park. Budafuck Park. Ja, warum heißt der denn so? Keine Ahnung. Ist auch wo egal. Ist der? Darf ich jetzt endlich nochmal weiter sagen? Wo ist der denn? Budafuck. B-O-D. Ja. A-F. Ah, da. O-K. Bodanrück. Budafuck Park. Autos parken in Bonn. Och Mann. Friedensplatzgarage. Micha, wir können jetzt hier nicht... Boda... Micha, wir können jetzt hier nicht googeln. Doch, klar. Ich glaube das nämlich nicht, dass es den gibt. Doch, den gibt's. B-O-D-A und dann? Ich zeig's dir. Muss das jetzt sein? Ja. Wir haben keine Zeit. Die Hörer sind... Die steigen aus. Die sind raus. Wenn wir jetzt googeln. Okay, dann sind sie raus. Mir doch egal. Ich will hier diesen Park rausfinden, den es offensichtlich nicht immer gibt. Immer dieses Faktenchecken bei mir, ne? Du glaubst es mir nicht. Ist reines Interesse. Buchstabieren bitte. Budafuck Park Bonn, da steht's. Wie heißt der denn? Da. Wo ist der denn? In Bonn. Darf ich jetzt nochmal ganz kurz sagen? Und kamst du denn auf diesen Park überhaupt? Ist egal. Auf jeden Fall Reese Witherspoon. Wir waren bei Reese Witherspoon.
Ja. Ja. Und die habe ich jetzt neulich in einer Serie gesehen, die heißt The Morning Show. Ach, da ist der. Hast du schon mal von The Morning Show? Da war ich doch sogar heute. Kann sein. Hast du, Morning Show kenne ich, ja. The Morning Show. Ja. Hast du gesehen? Ja, ja. Habe ich gesehen. Der ist schon älter, die Serie, oder? Nö, relativ neu. Okay. Zwei, drei Jahre oder so. Ich habe vor kurzem mal drei, vier Staffeln oder wie heißt es? Folgen. Folgen gesehen. Episoden. Super, super gute Serie. Ja. Richtig gute Serie. Und ist mir erst nach drei Serien, wie heißt das? Folgen. Folgen. Ist mir erst aufgefallen, dass diese eine, die da mitspielt, die auch. Reese Witherspoon. Dass es Reese Witherspoon ist. Ja. Dachte ich so, Mann, ist das eine geile Schauspielerin. Und dann wurde mir klar, ach, das ist der Reese Witherspoon. Ach, cool. Spielt super, super gut in der Serie, cool. Wollte ich nochmal sagen. Guter Serientipp, kann man gucken. Schön, dass wir das noch eingeschoben haben. Ja. Geht übrigens um diese ganze MeToo-Debatte. Okay. Ja. Ich packe noch von Nine Inch Nails, einfach weil es passend ist, den Song Closer mit auf die Playlist. Der Song, berühmt geworden durch die legendäre Zeile I want to fuck you like an animal. Und mit diesen warmen Worten und mit diesen Gute-Nacht-Wünschen werden wir euch jetzt entlassen. Ja, steckt aber wahrscheinlich so ein ganz tiefer philosophischer Boden hinter diesem Zitat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du uns mit so einer platten Message aus dem Talk rausschickst. Es ist ein Teil der Textzeile und kann ich ja nichts für. Okay. Aber es ist ein Song, der ist in der Industrial-Metal-Szene sehr bekannt. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich will es nicht überbewerten. Okay. Also, aber es war mir wichtig, das zu sagen. Metal halt. Genau, genau. Ja. Industrial Metal ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, auf jeden Fall. Ja. Michael, wir sind raus. Es war schön. Oder sollen wir weitermachen? Nee, nee. Wir es sind gibt jetzt hier Intro, Outro. Outro? Ja. Es ist herrlich, weil ich suche es. Ja. Das ist wie früher. Du wirst es, du hast es, du hast es doch schon. Ich hab's gefunden und ich drücke jetzt die Taste. Das war's. Ciao, Michael. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und bis dann. Liebe Hörer und Hörerinnen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Zart und bitter. Zart und bitter. Und bitter.